So, es ist mal wieder. Ach, ihr kennt das ja schon. So, Patch-Hinweise werden geladen. Warum auch immer. Ja, ich weiß, ich nehme gerade meinen Livestream. So, jetzt müsste eigentlich auch gleich der Chat hier auch kommen. Beziehungsweise YouTube auf Handy. Normalerweise ist das hier auch immer recht schnell. Zu hören ist aber schon mal im Discord das Engelchen. Also. Ja, so soll es eigentlich auch sein, ne? Mit Live. Hat man Medien angeschaut. Blindtube macht übrigens auch einen Livestream gerade. Ja, Football. Ja, da kann ich heute nicht mit bei sein. Heute sind wir hier live. Wenn es dann mal bei mir lädt. Patchenweise werden geladen, aber tut sich nichts. Also weiter. So. Kann bei mir gar nicht. Ja, von mir aus. Ach, mich juckt das auch nicht. Hauptsache, Nein, kannst du ihn beginnen. ne, willst du keinen Stream beginnen? Nein, ich Warum fragte nicht? auch mit der Karte ständig, ob ich einen Stream beginnen will. Nein, will ich nicht. Da musst du nicht mal Stream Nein mag sagen, ich du musst gar auch Ja nicht. sagen. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja, das sind die Täubchers hier. Irgendwie wird. Ah, doch. Stoffel. Aber es wird nichts mehr angezeigt. Aber ich denke mal, der Ream ist Geschichte. Bei mir auch nicht, außer Schade man eigentlich, kann aber drauf drücken, naja. aber es passiert nichts. Ja, ist halt so. Man kriegt auch keine Antwort mehr. Zur allgemeinen Erheiterung sieht es draußen heute dunkel aus. Nach Regen und Gewitter, aber mal schauen. So, wir sind auf der New World. Und ja, wir bauen, denke ich, mal an der Kathedrale weiter, oder Engelchen? Ja, jein. Klar bauen wir weiter, aber wir müssen erst die Ressourcen ausholen. Das heißt, Was wir werden brauchen wir denn wahrscheinlich alles? gleich ins Nether. Weil wir Ins brauchen, glaube ich, Nether. nämlich. Hörst du mal auf mit dem Blödsinn? Wenn ich triff, dann bin ich down. Ja, Nether haben wir nicht so viel. 64, 64 im Ein. Weil wir haben uns jetzt doch entschieden dafür, dass wir das Ganze schon mal hier höher machen. Ja, wir müssen es ein bisschen erhöhen. Man sieht ja auch schon hier ungefähr, wie die Höhe werden wird. Das hat das Engelchen ja schon mal ein Das bisschen heißt, die Höhe, das vorbereitet. Problem ist, wir müssen ja oben bei einer. Ich kenne das so, ich bin zwar jetzt nicht katholisch. Okay, ich bewege meinen Arm hin und her und meine Fitbit sagt 5000, okay. Ja, Dann hat das da ist nicht mehr viel gut. gefehlt. Dann ist dein Uhr wieder beschissen. Also, ich kenne das So. von der katholischen Kirche her, dass oben, das weiß ich auch von dir, von Alstertal beispielsweise, dass oben noch die Orgel ist. Ja, Das ist sicher. ja bei Die uns Orgel. Evangelischen ja nicht Da ist nicht immer möglich. gesagt, eine Orgel, die kann auch hier hinten sein, in einer Ja, Kirche. Es aber ich ist würde sie eigentlich gerne jetzt, interpretiert. weil ich es eigentlich so kenne, hier oben platzieren. Das können wir auch Deswegen ist gerne ja hier machen. komplett, wenn man hier vorne guckt, wo jetzt Jack gerade hier so läuft, das Ganze hier, Ach so, hier die da ist ja Empore, ne? dieses ganze Ding ja noch nicht gegeben. Es muss ja Ja, das müssen kommen. wir noch aufbauen und das wird dann hier der Orgelplatz werden bei Pforte. Kann man ja ein bisschen niedriger machen, dass dann die Orgel am Platz hat. Nee, das geht hier Ich höher. würde ja sagen, man könnte diese Musiksteine, es gibt ja auch Command-Blöcke mit Musik oder sowas, dass man die dann vielleicht einsetzt als Orgel. Oh, Aber das ist, glaube ich, zu viel Arbeit. das wird, glaube ich. Also da muss man wirklich sich Zeit für nehmen. Ach, du bist mal wieder bunt gemixt. Ja, ich bin heute Auf mal einer wieder Seite bist du blau, auf anderer bist du ich bin heute grün. mal wieder der Rainbow Warrior. Ach ja. Mal kurz gucken. Deswegen, also wir sind auch auf Regenbogen geeicht, von daher jeder ist willkommen im Chat, außer ein baut Scheiße. Wie immer. Willkommen ist jeder. Jeder, der was Vernünftiges beizutragen hat. Und nicht pöbeln oder sonst was will. Ja, und wir brauchen, denke ich, mal noch Eichenholz. Aber Eichenholz müssten wir eigentlich genug im Lager haben. Mittlerweile. Weil Eichenholz hast du ganz viel abgehauen, das weiß Wie ich. viele Tonnen willst du? Deswegen sage ich dir gerade, das müsste alles im Lager sein. Soll ich das Mittlerweile. holen, oder? Ich würde sagen, hole erstmal so 2, 3 Stacks erstmal. Gleich geht die Sonne unter, ne? Wegen Phantoma. Drei Stacks, gut. Ja, mit 2, 3 Stacks, das reicht erstmal.
Ich sehe schon, demnächst bauen wir von hier aus so einen U-Bahn-Tunnel zum Lager hin. Können wir machen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Nee, können wir rein theoretisch machen, klar. Nur halt im Mittelalter gab es das halt nicht, ne? Und ich habe das halt gemacht, damit Tunnel gab es auch schon im Mittelalter, geheime ja, Flucht-Tunnel aber keine Minecraft-Tunnel. U-Bahn-Tunnel. Das gab es halt noch nicht. Obwohl, war es durch den Oblick schon. Da gab es ja auch immer. Ich sag nur so. Hier über Cäsar, wo sie da doch die Aufgaben Holz. Machen müssen. Drei Stecks Eichenholz kannst du haben, kriegst du auch. Ein bisschen mehr, Mama. Okay, dann geht, dann hol ich aber nicht ein paar mehr Stecks. Nein, bring mal so drei, vier Stecks mit, das reicht erstmal. Jetzt hast du fünf, jetzt bist du selber schuld. Wir können ja noch nachholen, mein Gott. Wir müssen ja gerne rechnen, hinten muss das ja auch noch, also vorne so, das muss dunkel. Das ja rund werden. Da ist dunkel, wir drin nicht ein bisschen. So, nehmen wir die Abkürzung durchs Wasser. Ja, irgendwann wird da vorne ein Zaun sein, da wirst du dann gar nicht mehr dran vorbeikommen. Dort merkst du dann, wenn es pitchen machst du mir sitzt. Halbsteps? Ja gut, kann ich dir wohl machen. Vier Steps? Kein Thema. Vier Steps, Halbsteps? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt zusammen brauche. Dann brauche ich erst Bretter und aus den Brettern kann ich halbe machen. Vier Stück braucht auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird auch gleich noch was geben. Wie viele Stacks brauchst du für eine Halbstufen? Erstmal vier. Vier Stacks? Gott. Ich kann mir noch welche nachmachen, wenn ich welche brauche. Wie breit ist das Ganze hier eigentlich jetzt? Breit genug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22? Hört sich mir gut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, etwas über 4 Sticks, sagt da hinten Mister. Obwohl, ein Steak wäre mir lieber als ein Steak, gebe ich zu. Ja, warte erst, nun hier sind Inventar schmeißen. Du kannst ja von hier um die Monster abschießen. 1, 2. Man soll dann wieder was Sinnvolles zu tun, ne? Ja, damit der Tinko kein Mist baut, lass ihn die Monster abschießen. Können wir ja schon. Was soll da mal nicht so dumm? Bin ich jetzt genau jetzt da drüber? Gut, ich habe die Skelette ins Wasser getrieben, kann auch nicht jeder. So. Das heißt, das hier würde ich nochmal eine kurze Lappen machen. Schauen wir mal eben die Dings auf. So. Ja, mach das mal. Da kommen wir gleich. Drauf buchen wir so ein bisschen dann. Kannst du einen zumindest um einen Creeper. Achtung! Nichts machen. Danke. Doch extra. Hä? Achso. So, hat sich nicht bewegt, dann weiß ich, wo ich ihn schießen kann. Zack. Die einzigen, die hier oben gefährlich werden könnten, wären Skelette, Phantome und Spinnen. So, was könnte? Mal. Skelette, die könnten abschießen und Spinnen. Phantome können dich runterhauen. Ja, und Phantome können mich runterhauen. So, ich habe mich jetzt mal nach hierhin verzogen. Hier habe ich doch noch ein bisschen mehr den Überblick. Und ich stehe auch nicht unbedingt im Weg. Das stimmt. Ja, liebe Zuschauer, ich kann auch durchaus versuchen, vernünftig zu sein. Ich mache es noch nicht gerne. Vernunft kann ja jeder. Och, hast du den Mund aufgerissen? Bist du aber auf mich? Kann ja nichts mehr. Das ist die Frage. Müssen wir jetzt irgendwie so ein bisschen. Ich arbeite ja die ganze Zeit oben dran. Ja, das können wir.
Ui, Mini-Zombie. Komm her, du kleiner Stinker. Ach, da kommt er nicht hoch. Nö. Aber er rennt in die Kirche, als gäbe es keinen Morgen. Wo ist er denn? Unter dir. Vor euch da unten ist auch ein Enderman. Habe ich jetzt mal auf mich geeicht. Ja, da war der Mini. Oh. Hat den Enderman mal auf mich geeicht, weil bevor du ihn anguckst, ist vielleicht gesünder, wenn ich ihn angucke. Ich habe schon geguckt. So. Ja, der provoziert aber ganz schön, du. Und was den Enderman passieren könnte, ist, dass er bei dir auftaucht oben. Naja. Das sieht nicht gut aus. Das Wetter. Ja. Ja, das sowieso. Es könnte gleich noch lautes Wetter geben. 24 mit der Dame. Ja, mach das mal. Ja, komm rauf, Enderman, komm her. Relativ gesaved da oben. So, bin wieder da. So. So, jetzt putzt ihr mich mal hier 24, oben. 24, hab ich gesagt. So, wo ist der Enderman? Wo ist der mit der großen Klappe? 10, 12, 14, 20. So, ja. So lang ist das kurz. Hier bin ich, du so. Meckerkopf. Pass auf, der Enderman könnte gleich vor dir auftauchen. 13. Ja gut, dann mache ich ihn halt hier zu, klein Holz. Ja, komm her, ich treffe dich schon. 13, also 24 Direkte sind 12. Ja, für den Anfang. Also 12. So, wo ist er? So, jetzt hat er gleich ein Ende. So, du holst einen Satz heißer Ohren, den kriegst du von mir. So, sag Nein zu Mobbing, also. Ja, wieso, der mobbt mich. Was hilft dagegen? Richtig, dich zur Wehr zu setzen, das habe ich gemacht. Kannst du mir noch mehr mal Bescheid sagen? Wenn du die Half-Steps endlich brauchst. Ja, ich überlege gerade, wie ich den Halbkreis mache. Oh Mann. Ja, das ist nicht so einfach. Nein, das Problem ist, du musst halt oben gucken, was ein Halbkreis macht. So, eben einiges mache ich wirklich auf kreativ denken, heißt, ich baue es einfach, wie ich eigentlich jetzt die ganze Zeit schon gearbeitet habe. Also Freischnauze. Bei der Freischnauze gearbeitet. Aber jetzt ist so der Punkt, wo ich diesen Halbkreis machen muss, wo ich jetzt nicht weiß, wie ich mein Kreis rund. Wo ich mir lieber einen Block zur Hilfe und mal das einmal auf, wie ich das haben möchte. Oh, dann kriegen wir vielleicht noch einen JE Insider am Montag. Die Frage, ob ich das so mache. Drei. Also können sich die Zuschauer schon auf einen JE Insider freuen. So. Passt.
Wenn das Engelchen was aufzeichnet, dann ist das schön. So, ich bringe dann schon mal die Halbsteps hoch. Ich müsste eigentlich noch ein ganzes Stück nach vorne, damit ich einfach noch nicht mehr kriege. Dann mach das doch. Auf jeden Fall hier ist. So, Weg. Rauchentwicklung, ein Brand in der Nachbarschaft. Nachbarstadt. Mhm. Bis das hier ankommt, das dauert. Oder bei dir ankommt. Naja. Denke ich mal, je nachdem, wo es ist. Wollte gerade sagen, wenn es genau an der Grenze ist, dann wird es böse. Glaube ich eher weniger. So, dann mach ich aber auch nicht hier 4. Dann mach ich hier ein paar mehr. 4, 5. Hier auch 6. Wer weiß, was da wieder brennt. Ne? Eben. Das steht hier ja nicht. Nö. Das erfährst du dann morgen aus der Zeitung oder Montag aus der Zeitung. Ja, oder Radio. Radio kommt auch immer an. Aber das darf ich hier leider nicht anmachen, das könnte Ärger geben. So, das heißt hier 3. 2. Ja, du. Das geht jetzt gegen meine Ehre. Vielleicht wollte ich das jetzt auch wieder machen. So, ich krieg dich, dann krieg ich dich auch. So. Ist aber hängen im Schacht hier. 24. Habe ich eigentlich noch was zu essen? Nur ein bisschen Fleisch. Fleisch braucht der Junge. Aber ich schmeiß mal hier, ich hole mal ein paar Kartoffeln, die schmeiß ich dann so, mal hin. Wir müssten mal welche fertig haben. Ja, ich hole neu, ich weiß nicht, wo du die fertigen hingetan hast. Sonst musst du welche vom Dings holen, von der Farm. Ja, das hatte ich auch vor. Mal kurz gucken, ob hier irgendwas drin ist in meiner Bogenschießanlage. Ich habe jetzt eher gedacht, dein Gerät geht wieder los, weil wir irgendwo umgeteilt. Das habe ich auch zuerst gedacht. Kann auch noch passieren. Das habe ich erst gedacht im ersten Moment. Jetzt sieht ja schon seit einigen Stunden ein bisschen seltsam draußen aus. Also heute Mittag war noch schönes Wetter. Ja, jetzt ist auch noch schön, schön bezogen. Also Gott, die Sonne draußen heute Mittag. Ja, man fühlt sich so richtig. Ich glaub, das sieht besser aus. Genau. Bin ich schon mal da. Und komisch, keine Minen zu sehen. Okay, dann fangen wir jetzt mal erstmal hier das ganze Erde wieder abzubauen. So. Geduschka. Wir müssten noch welche drin haben. Also im Lager müssten eigentlich, du kannst auch mal das Lager, in der Farm, eben die Sachen abfahren. Also einmal neu setzen alles. Mhm. Ach ja, dann darf ich am Bergknöpfchen drücken, ne? Ja, dann hängt das jetzt gleich einmal ganz kurz. So. 1, 2, 3, 4. Und dann muss ich den Knopf nochmal drücken, ne? 3, 4, 5. Ja, damit das Wasser reinzieht. 5, 3. So. 3. Erstmal so, als hier unten ankommen, das dauert ja immer ein bisschen. Bis das oberste angekommen ist. Ja, das dauert immer einen Moment. Nicht alles, ne? 1, 2. Wie nicht alles? 3, 4. Nicht alles kommt immer sofort, kommt an. Ja, das weiß ich, das ist normal. 1, 2, 3. So, dann darf ich jetzt wieder auf Knopf drücken. 1, 2, 3. Das kommt hier auch weg. Das ist verkehrt. So, dann fange ich doch mal sofort mit den Rottis an. Kennen Sie Rottis? Welchen Rottis? Karl Rottis. Wo du anfängst. So.
So, jetzt schauen wir uns erstmal hier die Erde wieder an. So, sammle ich erstmal die hier auf. Also hast du mittlerweile den Enderman vorhin kalt gemacht. Ja, der hat mich gemobbt. Der hat dann keine Sahne gehabt. Deswegen, das ist ja auch hier beispielsweise jetzt bei mir die Sache. Ich habe den Eingang da erstmal nur so vorläufig so gezeigt, damit man so ungefähr weiß, wo es reingeht. Das wird sowieso hinter nicht mehr stimmen. 1, 2, 3. Ja, von mir aus. Nicht 5, 3 und dann habe ich hier aber schon Fehler. So. Und dann 1, 2, 3. Zack, brauche ich auch nicht. 1, 2, 3. Nehme ich mir lieber noch ein bisschen Arbeitsmaterial mit. So. So. Ja klar, ich fahre wieder runter. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit runterzufallen. Ja, ist halt so, ne? Derweil haben wir noch keine Zuschauer, außer uns beiden, weil wir beide den Chat haben. Bei mir steht sogar 0. Ja, guck, dann wird der das YouTube-mäßig angezeigt. Und bei mir das direkte. 3, 4, 5. Dann 3. 1. 2, 3. 1, 2, 3. Engelchen, warum gehen Endermans nicht in den Zoo? Warum? Ja, weil sie so urtypisch aussehen, dass sie immer Angst haben, da gebalten zu werden. Das kann man übrigens auch mit Politikern machen, aber sowas mache ich nicht. Das wäre auch wieder Mobbing. Aber einer hätte mir ja heute später angefangen. Ja, das hätte leicht passieren können, wegen einem Zwischenfall, ne? Was du mir erzählt hast. Naja. Ich musste mir mal ein paar Sorgen machen wegen einem, Betrunkenen, der vor einem Supermarkt bei uns in der Gegend rumlag. Ja, bei mir in der Gegend ist okay, so können wir uns auch setzen. Jetzt passt das nicht. Bin ich so bescheuert? Kein Kommentar an dieser Stelle. Und dieser Betrunkene hat wohl ein bisschen zu sehr genascht. Und als das Thema mit zwei Mann aufwecken kam, da hat er sich nicht gerührt, aber er hat noch geatmet. Das war schon mal das Gute. Ich dachte ja zuerst, er wäre schon kalt, trotz dass es warm ist. Aber er hat sich dann so ein bisschen bewegt und als dann das Thema Polizei kommt, dann wurde er auf einmal schlagartig wach, nüchtern ist aufgestanden, nachdem er sich erstmal kurz hingesetzt hat, um bei Sinnen zu bleiben und seinen Kreislauf einzukriegen und danach ist er dann abgestiefelt. Weil Polizei wollte er dann doch nicht bei sich haben. Dann ist das irgendwie 4, warum auch immer. Dann ist der Einzelne. 1, 2. So viel zu dem Thema. Muss ich langsam nicht nochmal nachziehen? Deswegen sagt jemand, der betrunken ist, Polizei und dann wird er nüchtern. 5, 6, besten 7, Falle 8, zumindest. 11. Außer der ist wirklich so fratze, dass man da nichts mehr machen kann. Dann hilft auch nicht mehr Polizei, dann hilft nur Ausnüchterung. So. So, dann werde ich mal das nächste ansetzen. Und das nächste sind die Weizen. 21, 23, ah ja, okay, ich habe ja nicht zu wenig. Das heißt, die oben müssen eigentlich 4. Okay, ich habe meinen Fehler gefunden. Das ist doch schon mal gut, dass du den gefunden hast. Dann kannst du den jetzt verbessern. Ich gebe dir aber nur ein 4 dahin. So. Jetzt brauche ich die Halbsteps. Dann mach mal. Hast du die da gelassen oder hast du die mitgenommen? Die habe ich mitgenommen, weil du sie ja nicht haben wolltest. Dann hat er seine Kiste reingetan. Du hast nichts von gesagt. Da geht man aber eigentlich von aus. Du, ich gehe von so vielen bei dir aus und hinterher war es dann, lass mal oder dies oder will ich jetzt nicht. Nee, ich brauche sie ja trotzdem. Ja, musst du dich jetzt noch einen Moment gedulden. Dann bekommst du gleich deine halben Stufen. Oder halben Schritte, wie man es dann übersetzen kann. Ja.
Du hättest das auch versuchen können, so zu machen, dass oben genau 64 Plätze frei sind für die Felder, dass wir dann immer genau die passende Sache pro Feld haben. Achso, so geht das doch auch. Ja, das ist für mich doppelte Rennerei immer. Das ist auch ein bisschen Quatsch. Das wäre sonst passend da gewesen. Aber nun ja. Beim nächsten Mal wird alles besser. So. Obwohl es ja jetzt auch noch nicht mal schlecht ist, muss ich ja dazu sagen. Hier sind sogar noch 6 High Steps drin. Ja, guck, dann hast du schon mal ein bisschen was zu spielen. 6. Weißt du, wie lange ich da drin komme? Ja, 6-mal. Ganz einfach. So, das ist auch angepflanzt. Jetzt noch die Kartoffeln und dann kann ich wieder dem Engelchen helfen. Wie viele Kartoffeln habe ich denn jetzt eigentlich eingesammelt schon? 64 und 12. Okay, mache ich 2x 64, dann kommt das hin. Hoffe ich. So, mal hoch. Pack's einfach in den automatischen Ofen. Ne, ich setze erstmal an. Ja, ja, ich meine nur, wenn du gleich was mitbringst. Pack einfach in den automatischen Ofen, direkt in den Ofen selber rein. Und das, ja, das was sowieso im Ofen gerade drin ist, packst du einfach wieder oben rein. Ich weiß, wie das funktioniert. Bleibt ganz locker, Engelchen. Das klappt alles. Zur Not nehme ich mir auch noch Brot mit, also Weizen, und das arbeite ich dann um. Das ist doch auch kein Problem. Da brauche ich keinen Ofen, dann denke ich an den Crafting Table. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Das freue ich mich die ganze Zeit schon. Frag mich auch, was ich hier für einen Blödsinn mache immer. So. Das muss so erstmal. So. Das Ganze. Ja, irgendwo habe ich jetzt untergeklatscht. Ich weiß noch nicht mehr. Boah, ich muss ja mal ein Schild mal machen. Wer klatscht? Was klatscht? Ich habe gerade unter einem Half-Step noch einen Half-Step gepackt, sodass es ein voller ergeben hat. Ach so. Das sollte nicht so sein. Ach, ist das unangenehm. So. Ja, das soll einfach nicht so. So, jetzt ist alles angepflanzt. Engelchen kann aufatmen. So, 14 Kartoffeln haben wir noch über. Die werde ich abwerfen. Irgendwo ist schon ein Zombie. Boah, der kann mich mal. Einmal kurz runter. Und jetzt habe ich auch noch eine verkehrte Kiste reingeworfen. Na, macht nichts. Was? Die Kartoffeln. Ey, ist nicht schlimm, ich kann das hinter mir umsortieren. Das soll nicht schlimm sein. Wenn du sagst, dass du was falsch gemacht hast, dann ist okay, dann ändere ich das dann hinterher. Ach, die hole ich gleich da raus und pack sie mit im Ofen rein und dann ist das gut. Ne, immer nur einen Stick dort im Ofen packen. Ja gut, die 14 hätten das Stick auch nicht mehr rund gemacht. Trotzdem. So, nee, tun wir nicht. Pack auch mal in das Stick rein. Zack, rein. So, alles wieder richtig. Hm. Moment. Jetzt ist wieder alles richtig. Ich glaube, wir sollten uns gleich auch mal hinlegen, ne? Ich weiß nicht, wann die Phantome da waren. Außerdem, mich greifen sie wohl, glaube ich, im Moment eher an als dich. Ach, mir soll es egal sein. Weil ich oben auf dem Dings bin. Das ist mir egal, die kriegen von mir trotzdem einen hinter Ohren, dann ist das gut. Lass mich nicht von denen diskriminieren. Gleiches Recht für keinen. So. Oben bist du ja. Jo. Mal sehen. Oh, hier kommt zum Sterben zu mir. Der ist aber liebenswürdig. Komm, brauchst gar nicht weit laufen.
Tja, die dümmsten Lämmer wählen ihre Schlechter selber, ne? So, jetzt gerne ich dir endlich mal die verhuchten und verfluchten Halfsteps. Das meiste da vorne, wo du bist. Weil ich hab hier nix. Da. Weil hier würdest du ins Endlose schmeißen. Das wäre unser Thema. Wenn der das kann. Das ist aber nicht gut. Wenn der das kann. Außerdem, selbst wenn ich die Halfsteps jetzt nicht verarbeite, spätestens für andere Bauwerke werde ich sie noch brauchen. Ja. Und? Ja, sieht doch besser aus. Muss halt nur das berechnen, was jetzt noch mit Erde hier ist. Das wird später auch aus Holz. Mhm. Ja. Das ist auch noch Holz. Das ist jetzt erstmal nur für mich die Grundfläche, damit ich sehe, was ich wie und wie weit ich gehen muss. Hallo Nils, moin! Hallo Nils! Na, wie geht's dir? Uns geht's gut, sag ich schon mal direkt vorab. Bin gelandet. Dazu sage ich jetzt nichts. Wieso? Und? Ja, sag doch, sieht gut aus. Du kannst mal von aus die Erde einsammeln. Das habe ich eben auch schon mal gemacht. Aber das kann ich wohl noch mal machen. Ich baue die mir nicht gerade ab. Unserem Nils geht's gut. Das ist schon mal schön. Da freue ich mich. Mach du mal. Und ist bei dir auch so schwül, warm und drückend? Schwül? Ja, also extrem warm ist es jetzt hier nicht. Hier liegen zwei Halbsteps, ich hab's nochmal aufgesammelt. Ja, ja. Von unten sieht's okay aus. Mhm. Unten sieht's sehr gut aus, ja, ja. Tut immer sehr gut auch mal Aussehen machen, ja, ja. Ich guck jetzt mal von oben. Da ist noch ein Erdblock, der weg kann, aber sonst geht's gut. Ah, da vorne ist ein Fehler. Und Nils, bei dir auch schwül und warm oder nur schwül? Vorne ist ein Fehler, da vorne ist ein Fehler. Wo wäre es noch? Ich frage, ob ich da mit 5 hinkomme. Das darf hier nicht so sein. Ja, aber Nils ist auch so. Ja, ist so Wahnsinnswetter, ne? Macht keinen Spaß mehr. 3 Schritte und man schwitzt. Und eigentlich hat mir meine Schießplattform geklaut. Nein? Welche Schießplattform? Irgendeine. So. Das war keine Schießplattform. Ja, gut. Hier gibt es einen Fehler. Flop. Ja, habe ich aber im Hintern geschossen, du. Ich darf mal gucken, wo ich dann Fehler bin. Also aus meiner Perspektive sieht es gut aus. Ja, warm und schwül, das ist bei uns auch hier. Zumindest bei mir. Sieht aber gut aus eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier vorne. Auf der Etage, da ist irgendwie was nicht so ganz, glaube ich. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, lass mal das Engelchen mal tüdeln. Mann. Engelchen ist ja Meister des Tüdelns. 4, 5.
Du lässt unsere Schafe in Ruhe. Feierabend. 1, 2. Nicht, dass die durch irgendein fehlerhaftes Update auf einmal springen können und die auf einmal bei uns in den Schafe drin ist. 5, 1, 2. Wäre nicht das erste Mal, dass die Updates irgendwie ein bisschen rumspannen. Ach ja, ach ja. Ich habe jetzt zwar eine Hexe gehört, aber ich weiß ja noch nicht, wo sie rumunkt. Von daher. Kann die überall sein. Da ist sie ja. Darf ich vorstellen, Hexe Wackelzahn. Und ihr Kumpel Viktor. Na. Ach, da ist er. Schleicht sich hier um mich herum, du. Gibt's doch gar nicht. Und Knorpelbirni ist auch da. Tag, Knorpelbirni. So. Kannst dich noch so sehr verstecken, Wackelzahn. Ich erwisch dich auch. So. Hättest du mal ihren super Heilungstrank direkt selbst getrunken, anstatt mit Giftkränkungen hinter mir herzuwechseln. Ja, ja. Ach so, fällt mir gerade ein. Wenn alles so klappt, wie es klappen soll, kommt Montag hier auf dem Kanal ein Unboxing-Video von einem Buch, an dem ich mitschreiben durfte. Und das wird vielleicht ein bisschen interessant werden. Das Buch ist diesmal nicht von mir, ich habe nur ein bisschen was beigesteuert. Und dafür kriege ich auch nichts. Falls jemand ankommt, oh, kriegt er wieder Geld oder dies oder das. Nein, das ist eine Sache, die ich aus freien Stücken mitgemacht habe, um zu helfen. Ne? Das muss dazu noch gesagt werden. Im Handel kostet das Buch 30 Euro, meine ich. Und ja. Wie gesagt, es ist mir wie ein bisschen ein kleines Projekt, wo ich mitarbeiten durfte. Es hat jetzt fast insgesamt 2 Jahre gedauert. Und ich habe einen. Oh, da flog das Engelchen ohne Flügel. Ja, und jetzt ist das Projekt fertig, nach mehreren Hürden und Hindernissen. Und ja, es handelt auch von Legasthenie und Dyskalkulie. Und das kann ich schon mal verraten. Es ist im Handel schon erhältlich bei BOD. Bei Amazon weiß ich das noch nicht. Ich glaube aber auch. Ich werde gegebenenfalls da mal ein Bild von reinsetzen in den Montags- bzw. im Donnerstags-Video. So. Oder guckt einfach am Montag, wenn das Video rauskommt, das Unboxing-Live-Video. Ist das denn jetzt richtig? Ja, ne? Vielleicht mache ich daraus auch ein wirklich ein Live-Video, vielleicht auch nur einen Zusammenschnitt. Okay. Müssen wir mal gucken. Muss ich von außen lassen. Das wären so die neuesten Neuigkeiten, die ich hätte. Ja. Und es gibt auch noch eine kleine Ansage, die ich nachher mache. Die betrifft nämlich morgen den Livestream. Morgen. Du bist morgen nicht dabei, das wissen die Zuschauer mittlerweile. Dazu sage ich nachher noch was. Du mittlerweile, dass sie alle wissen, dass du morgen nicht dabei bist, ist klar, oder? Darüber spreche ich, da ich morgen vielleicht doch dabei bin. Oh. Aber das machen wir später erst im Stream. Wie kommt der Sinneswandel? Wo ist die Steinziege? Sind in Bearbeitung. Achso, ich hab doch noch welche. Ich hab da schon vorgearbeitet. Intelligenzbienchen. Ich bin ein kleines Intelligenzbienchen. Dachte Intelligenzengelchen. Naja, so kann man sich irren. Ach man, ich hab da schon vorbereitet. Na, was besser vor als nach. Das geht doch dahin, das geht dahin, so. Das geht dahin, das geht dahin. So, das heißt,
Das da packe ich hier oben. Kann ich dir noch irgendwas bringen oder holen? Im Moment nicht. Im Moment muss ich jetzt mal gucken, dass ich einmal hier das Teil umsetze. Gut, dass ich da jetzt gerade nicht hochgekraxelt bin. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht alle bekommen von den Teilen. Nur 7 Stück. Es waren auch nur 7. Nein, es waren mehr. Sind vielleicht irgendwo drauf gelandet. Oder ist was kaputt gegangen an Verschleiß? Hello. 1, 2, 3, 4, 5. Ich irgendwas verpasst. Ich habe doch die Kartoffeln im Ofen reingetan, ne? Die sind wahrscheinlich schon im Trichter. Guck mal in den Trichter rein. Ja, stimmt. Wie viele Steine musst du noch machen? Oh ja, dauert noch was. Ja, draußen haben dich die Hunde wieder ganz doll lieb bei mir. Drei? Ja. Nochmal drei. Müsste doch eigentlich richtig sein. Mal auf die Verzettel, dass das von oben nicht passt. 1, 2, 3, 4, 5. Hier hinten war ja auch noch Eichenholz drin, wenn ich mich nicht irre, seit... Ja, da habe ich gerade rausgenommen. Ja, dann nicht. Aber nicht viel. Kannst ruhig alles rausnehmen. So. Nochmal drei. Und jetzt, was hast du so die Woche gemacht? Außer viel geschwitzt wahrscheinlich, so wie ich auch. Jetzt passt das schon wieder nicht. 1, 2, 3, 4. Jetzt passt das schon wieder. Jetzt kleckere ich schon mit dem Mineralwasser. So schön nicht. Ist gekommen. Bin ich jetzt doof? 5, 3, dann herum, 2 mal 3, 4. Ich glaube, ich sollte die Betten mal umsiedeln. Nee. 5, einmal 3, dann dieses rum, 3, 3, 4. Ich will doch mal jetzt hier die Halfsteps, die ich noch reinsetzen, mal die Eichen. Also das wird jetzt auch ein bisschen frei, Schatz. Ein wenig. Hauptsache die Schnauze ist frei, ne? Sag ich auch immer. Irgendwie passt das jetzt mit den 4 nicht, aber warum auch immer. Warum passt denn das nicht? Keine Ahnung. Ja, weil es keine Lust dazu passen, ganz einfach. So, ich habe keine Ahnung davon viel. Hast du noch Fackeln? Fackeln? Nein. Ich kann auch mal gucken, ob hier noch Kohle drin ist, dann könnte ich die ein paar machen. Ja, in der oberen sind 9 Stück oder was drin. Na dann. Unten. Ganz weit unten. Geschwitzt hat er nicht unbedingt viel. Ja gut, dann ist das so okay jetzt. Also bei uns hat es mehr geregnet. Also bei mir in meiner Stadt hat es mehr geregnet. Ich hab schon. Alles gut. So. Bei mir hat es schon mehr geregnet als. Aber ich denke mal, die Felder brauchen das auch. Auf jeden Fall. Es war zu warm und jetzt auch die letzten vergangenen Jahre und ne, der Klimawandel ist auch nicht sehr. Tut auch sein Übriges bei. Ich höre immer Klimawandel. Bei mir ist das Klima nicht rumgewandelt. Das liegt immer an der gleichen Stelle stehen. Desto mehr, klar, was haben wir gestern da geguckt gehabt, desto mehr natürlich CO2 ausgestoßen wird, desto mehr wird die Sonne eigentlich so reflektiert, dass es gar nicht erst auf der Erde ankommt. Nun, das ist ja auch richtig, dass du nur gearbeitet hast. So 1A. Hi. Hast du auch die Betten umgesiedelt? Ja. Welches hast du angeklickt? Noch gar keins. Dann klicke ich das, was hier ist. Ja, dann klicke ich das daneben. Da, wo die Fackel steht. Ja, dann klicke ich daneben, was nicht an der Fackel steht. Oh, ich klicke einfach beide an, so. Irgendwo spawnen es schon. Wollte ich gerade sagen. Am Donnerstag war auch viel Nieselregen. Ja, Donnerstag, wie war Donnerstag bei uns das Wetter? Ging? Ne, bei uns hat es auch geregnet, ne? Ordentlich. Bei uns hat es ein paar Tage lang auch nicht durchgerechnet, meine ich. Donnerstag ging es. Gestern hat es bei uns. Das heißt, diese Regen, aber es war halt nicht angenehm. War kein angenehmer Regen. Und so nass, ne?
Doch, dann Mittwoch hat es bei uns geregnet. Jo. Es war auch so ein Mischmasch aus leichten Regen und Nieselregen. Ich denke mal, die Erdbeeren darf ich gleich auch noch gießen. Stimmt. In meiner wilden Pflanzenwelt. Mach du mal. Ich generell. Ach so, wie gesagt, ich baue jetzt erstmal nur den ganzen Korpus ohne Fenster und ich muss hinter die Fenster noch einbauen. Naja, kann man immer machen. Damit jeder das jetzt auch nochmal verstanden hat. Ich baue es jetzt prinzipiell jetzt erstmal ohne Fenster und muss dann hinter die Fenster einbauen. Zum Schluss. Ebenso die Türen. Ja, die Türen kommen ja nicht zum Schluss. Bin mir überlegen, sollen wir hier... Türen kommen wahrscheinlich rein. Engelchen, sollen wir hier noch einen Türrahmen hinsetzen aus Holz? Ich weiß es noch nicht, deswegen lasse ich es jetzt erstmal so, wie es jetzt ist momentan. Na gut. Weil so ein schöner Türrahmen sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Ich will überlegen, ob ich den mal schnell bauen sollte. Warte. Lass mich erstmal hier gucken, dass ich die Sachen erstmal hier. Achso, es soll ruhig so aussehen, ne, wie es jetzt so aussieht. Ja, das dachte ich schon. Und nachdem Deutschland. Und das soll auch halt nicht gerade aussehen. Soll halt schon so ein bisschen. Nachdem Deutschland ja ausgeschieden ist bei EM, wie es zu erwarten war. Ich sag mal so, sie haben. Torchancen gehabt. Man hätte sie ja nur umwandeln müssen. Gerade sag ich mal wieder Müller, ne? Ja, der hat da irgendwie geschielt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, was der gespielt hat, aber wie hat der keinen Fußball richtig gespielt? Weil genau das war ja das Problem, warum wir bei der WM 18 schon ausgeschieden sind, weil er nicht das Tor getroffen hat, obwohl er davor stand. So, jetzt mach ich das mal hier. Das war ja das Problem zur WM, ja. Deswegen sind wir aus der WM ja auch raus gewesen. Naja, also, sicher. So, dann kriege ich auch. Nee, schon auch. Der Rest der Woche waren halt dann angenehme Temperaturen. Abends gab es heftige Gewitter. Ja, hatten wir jetzt auch. Ja, ja, es hat bei uns auch nicht gescheppert ein paar Tage lang. Aber du, das zieht auch wieder weg. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Da müssen wir durch. Ändern können wir es eh nicht, ne? Wir müssen es nur durchhalten. Genau wie Corona. Ändern können wir es nicht, also halten wir durch. Yay! Bin gesprungen und jetzt gleich abstürzen, ne? Könntest du gerne versuchen, aber ich werde das Ding jetzt weiter nach hinten setzen. Was geht? Was setzt du nach hinten? Das Teil hier. Das Teil hier, das ist ein super. Ansporn zu sagen, was für ein Teil. Ach so, da, das Gerüst. Das Gerüst, ja. Man sagt das doch, das Gerüst. Dann weiß jeder, was für das Teil du meinst. Hm? Sind wir noch Gerüst hingefallen, oder? Nö, ich glaube nicht. Falls sehe ich gerade nichts von meiner Position aus. Und hüpp. So. Sieht aber schon gut aus. Das macht das Engelchen garantiert extra, dass ich nicht immer rumhüpfen kann, von hier nach da. Nein, das Problem ist, es steht im Weg. Sag nichts, ich hab das voll durchschaut. Du hast das durchschaut. Das Ding steht einfach praktisch im Weg gerade. Deswegen platze ich es gerade um. Ja, nämlich. Ich kann auch schießen. Ich treffe sogar. Ich treffe auch. Soll ich mal zeigen? Naja, hast nicht getroffen. Ja, sneaken kann ich auch. Ey! Du gesagt, ich triff! Ja, im Blindflug. Man konnte dich ja noch nicht mal sehen. Das ist ja wieder fies. Du stand genau da, wo ich mich gesneakt habe. Dafür muss jetzt der Händler sterben. So. Aua. Einen Bösen muss geben. Der Händler muss sterben. Sir William der Ketzer. Und auf den Scheiterhaufen mit ihm. So, dann kann ich halt raus. Ich glaube, jetzt dürfen sogar zum Koma kommen.
mich das jetzt nicht alles täuscht. Ach, guck mal, wir kriegen Besuch, guck mal. Ja, ich sehe schon. Das ist Ritter Kunibert ohne Rüstung. Er lehnte sich zu sehr über seine Brüstung. Ist er jetzt hier reingekommen oder wie? Ja. Könnte er rein, glaube ich auch. Ja, Türen sind ja offen. Ne? Aber hoch kommt er halt nicht. Ich gehe mal gucken, wo er ist. Juhu! Römer, hier ist Obelix. Achtung, kleiner hinter dir. Gehst du weg? Pfui! So. Ich wollte mal abschießen. Klein, gib immerhin 4 Energiebällchen ab, das ist schon mal gut. Die geben aber auch unter Umständen Zombiefleisch. Ja, ja, das auch. Aber die Kleinen sind halt fieser, die sind stärker als die Großen teilweise. Die sind nicht stärker, schneller, die sind einfach nur flinker. Doch, die sind auch stärker, die attackieren mehrfach dafür hintereinander. Ja, weil die flinker sind. Ja. Weil die flitzeflink sind. Flitzeflink sind nur unsere Meerschweine. Oh, ja. Was ist denn jetzt? Wettbahn runtergeknallt. Ja, warum denn auch? Das ist doch so ein Scheiß. Hat doch keiner gesagt, oder? Das bestimmt auch nicht mit Absicht gemacht. Immer das Engelchen. Im Hintern geschossen. Ach ja, so lässt sich Leben und EP-Punkte sammeln. Gott sei Dank, bleibst du so stehen. So. Noch einer? Nö. Noch einer? Wie das jetzt kam, noch einer? Ja, ich frage mich erst. So, der ist ins Loch gefallen anscheinend. So? Ja, gut. So, die eine Seite ist jetzt schon mal zu. Ach, der hat noch einen Freund. Weg. Ja, gut. Dann fall einfach um. Ja, noch keine Phantome zu sehen. Ja, gut, das war ein Creeper, den habe ich nicht gesehen. Aber es macht nichts. Macht er mittlerweile nichts mehr kaputt. Ja, der wirft mich nur ein paar Meter durch die Luft, aber sonst geht's. Jetzt setze ich mir hier nochmal Fackeln vor, damit hier nichts spawnt. Gehst du weg? Gut. Ich würde sagen, du solltest ihn ja schon treffen. Hab ich ja schon. So. Na, schon wieder einer. Ja, komm, geh weg. Vergiss es. Oh, mich zu mobben hier, du, mit deinem aufgerissenen Kopf. Was, hinterrücks? Selbst schuld. Vorhin Kostümsteuer. Das immer wieder. Gute Wahl. Die Hunde vom Engelchen setzen die auch ganz friedlich. Ja, die hole ich gleich rein. Ja, ich auch, ist doch in Ordnung. Bevor hier irgendwie ein Gewitter runterkommt hier bei Minecraft. Wenn meine Tiere wieder tot sind. Übrigens, bei mir ist ein... Jo, Daniel, Okila oder Ochila. Der ist gleich, schönen Abend noch. Ja, du bist gerade gemeldet worden. So, ganz einfach. Mit solchen schönen Mittelfingergrüßen geben wir uns nicht ab. So, hier ist jeder gekommen, der vernünftig ist, und die Person ist es deutlichst nicht gewesen. Die Person war noch nie hier im Chat mit dabei, von daher...
komme ich wieder von oben. Wieder von außen. Mhm. Wollt ihr jetzt hinlegen? Nee, ich bin schon raus, Junge. Ach so. Bringt nichts. Ich bin schon bei Jungen. Hast du einen mit Anhängsel dabei? Hast du ihn erwischt? Warum ja. Sich? Schon. Klein auch? Ja. Ja gut. Und hätte ich mich um den noch gekümmert schnell. Von Dunkel? Nee. Ich will überhaupt einen Zaun. Joa. Der hört sich selbst jetzt aber nicht mehr. Nö, nee, wie gesagt, wir haben nichts ja gegen... Nichts zu sagen, fertig. Eben. Wir haben nur verrundete Leute hier im Chat, also. Nichts zu sagen, fertig. Wer unpassend ist, darf draußen bleiben. Ich habe es auch nicht so schön, ich habe es erst, als du geguckt hattest. Ne, ich habe es gerade so aus dem Augenwinkel aus gesehen. Ja, ich nicht. So. So, dann... Er kann nichts machen, er wird uns nicht mehr angezeigt. Ja, ist auch in Ordnung. Brauchen wir auch nicht. Hallo, Hallihallo. Herzlich willkommen. Jetzt gehe ich auch mal ein bisschen höher hier. Kannst du ja machen. Ja, dann kann ich mal gucken. Wir haben auch einen Zombie im Altarraum. Und jetzt gleich nicht mehr. So. Und jetzt ist er müde, hat er sich schlafen gelegt. Ganz einfach. So, wie sieht es bei dir aus? Gut. Das ist schön. Wie sieht es bei mir aus? Aber jetzt eigentlich schon sagen, dass wir das schon alles gebaut haben, ne? Sieht doch gut aus eigentlich. So, die Stadtmauer drumherum, noch hier und da ein paar kleine Dinger hinsetzen. Ja, fehlen noch einige Gebäude. Die Taverne fehlt noch. Friedhof. Die Planung ist aber so gut wie abgeschlossen. Der Friedhof fehlt, da konnte ich halt so nicht bauen. Das werde ich ja machen wahrscheinlich. Friedhof bauen wir zusammen. Ja gut, das kann ich. Taverne ist schon aufgezeichnet. Jetzt die Frage, wie hoch machen wir das Ganze noch? Jo. Ich denke mal ein paar Zentimeter dürften drin sein. Es muss ja noch ein schönes Dach drauf. Hier muss ja noch die Orgeln, wie du gesagt hast. Da brauchen wir Eisen für auf jeden Fall. Und dann ist das schon fast richtig. Noch ein großes Kreuz oben drauf auf dem Dach. Kann man auch aus Metall vielleicht zimmern. Schauen wir mal, was wir so finden. Was wäre jetzt die Endhöhe? Und dann das Dach. Die Endhöhe erstmal. Mhm. Das Dach wird unterschiedlich. Also, ja, es wird ja einen Kreuzgiebel geben. Das wird hier höher sein wie... Das wird kein Kreuz sein, das Dach. Ja, aber in Dachform. Also es ist ja einmal so, dass du von vorn nach hinten gehst und einmal in der Mitte dich triffst, im vorderen Teil, von links nach rechts. Von daher wird das dann eine Kreuzhöhe geben. Lass mich das Dach mal ruhig machen. Ja, das lasse ich sowieso. Das wäre jetzt heute endgültig. Und das hatten wir ja schon abgesprochen, dass du dich dann um das kümmerst. Ich besorge die Rohstoffe und die Materialien und du machst dann. Das Dach geht's ja jetzt noch gar nicht. Ja. Wir werden auf jeden Fall noch ins Nieder müssen. Ja, das habe ich befürchtet. Nieder ist ja nicht so mein. Ja, bestes, aber trotzdem brauchen wir Quarz. Liebstes, aber ja. Wolltest du dann jetzt gleich rein sofort oder? Das überlege ich gerade. Oder offline? Was das Sinn macht. Nee, offline auf gar keinen Fall. Wolltest du mich gerade sagen? Wo bleibt denn der Spaß? Wir warten auf jeden Fall erstmal bis zur nächsten Nacht ab. Ja, dass wir dann uns mal kurz hinlegen wegen den ganzen Gedöns da und Phantomen, da auf uns dann lauern wird.
Das sieht ja schon gewaltig aus. Hier oben könnten wir vielleicht noch so ein Farbfenster reinmachen, hier so. Die Fenster habe ich ja mit Absicht noch nicht drin. Weil ich erstmal den Bau selber stehen haben möchte. Und übrigens das. Oh, eine Uhr oder sowas. Kreuz, ja, ich wollte das Kreuz da eigentlich machen. Das kann man auch. Hilfe. Ja, auch Hilfe. Und warum schiebst du ihn zu mir? Na komm, geh weg. Obwohl, er könnte dir jetzt eigentlich nicht mehr viel tun, ne? Der grüne Knallgurkeneffekt. So? Ja, das kann man so machen. Das, ja, so, das sieht gut aus. Das kannst du lassen. Ein Kreuz aus Dreck. Nein! Wieso nicht? Ist es doch. Ist doch erstmal nur so. Ja, aber ist doch in Ordnung. Ja, was denn? Ist ein Kreuz aus Dreck im Moment. Im Moment stimmt das doch. Jetzt baust du dich aus Dreck hoch. Ja, aber ich das hier setzen soll. Ach, eine Freude für jede katholische Kirche, kurz aus Dreck. Vorübergehend, ich sag's extra nochmal. Das obere könntest du noch einen Block weniger machen. Ja, oder so. Geht auch. Ja, so, so, mach das mal. Aus welchem Material willst du das machen? Eisen oder Stahl oder. Gold? Ja, gut, kann man auch. Nein, ich überlege gerade noch, aus welchem Material. Oder aus Glowstone? Pilzlich? Mit pilzlichen Pilzen? Nee. Oder aus, sag mal, Redstone-Lampen? Dass ja, es nachts überleuchtet, tagsüber über aus ist? Das ist ja bald auch eine Idee. Das kann man machen. Nils, was sagst du? Und wenn, dann werde ich das sowieso mit Dings lösen, mit Tages-Nacht-Rhythmus-Teil. Dieser Sensor. Weil jedes Mal da hochlatschen und jedes Mal die ganzen Dinger anmachen, oder? Nee. Gut, ich könnte auch von hinten jetzt Redstone-Fackeln dran machen, aber dann leuchten den ganzen Tag noch so sehr. Ob ich genau in die Mitte drücken. Weil das würde nämlich gehen, weil dann würde ich das nämlich so machen, dass ich die Redstone fast genau mit das miteinander verbinde und dann hinter der Orgel so. Ein bisschen auch hinter der Orgel, man sieht das ja dann nicht, die Redstone-Technik liegt. Ja. Das kann man auch machen zur Not. Weil ich weiß nicht, ob jetzt ein Sensor das. Ja, nicht so wie ich. Ich weiß, ich mach's zu aufwendig immer. Sag's doch gleich. Sehr gut, weil dann kommen wir nämlich so langsam auf den Friedhof planen, oder nicht? Den Friedhof. Ja. Nils schreibt, mach doch aus Redstone-Lampen. Die Idee hatte ich, nämlich, weil dann kann man das extra ein. Entschuldigung. Kann das man das extra einstellen, müde. Ob. Mit Tages-Nacht-Rhythmus und dann tagsüber ist es aus und nachtsüber ist es an. Ja, dann mach den mal. Dann mach den mal. Dann machen wir jetzt noch. Vielleicht muss ich wahrscheinlich noch mal ins Meter. Ja, das ist auf jeden Fall. Weißt du, Redstone habe ich genug. Ne, wir gehen gleich beide zusammen ins Meter. Weißt du, dann gehen wir jetzt direkt. Nein, dann packe ich aber erstmal Inventar. Ja, dann mache ich auch noch. Zum Beispiel die Erde brauche ich nicht. Das kann man stecken. Das kann man stecken. Ja, ich gucke auch gerade, ob ich irgendwas zum Stecken finde. So, Knochen kann man auch stecken. Falls jemand noch einen Bogen braucht, da. Achso, hast du schon Knochen gesteckt? Ja, ich habe die Knochen schon gesteckt. Ich war mal ausnahmsweise so frei. Hier, die Bögen kann man zusammencraften. Dann hat man ein bisschen weniger Platz in der Kiste. Also ein bisschen mehr Platz in der Kiste, aber zusammengesteckt halt noch. So, mein Goldharnisch habe ich ja noch, für alle Fälle gleich. Den brauchen wir ja im Nether. Sonst werden die dösigen Ureinwohner da so ein bisschen schweinisch. Stimmt, ich muss mein Goldrüstungsteil noch mitnehmen. Ja. Habe ich ja, alles gut. So, komm her, ich setze das direkt mal an. Wie ich blitze, blinke und voll Gold auch stinke. So.
So, das lasse ich aber hier. Wasser bräuchte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Was ist denn hier noch drin? Gar nichts mehr. Okay, und dann hier. Oh. Lass mal. Naja. Läuft jetzt eh nicht weiter in der Zeit, wo wir weg sind. Ich weiß, weil wir aus dem Schrank raus sind. Ja, es wird auf jeden Fall Runddächer geben. Rund wie das Gebäude teilweise ist. Ja, kann man doch machen. Mir ist das jetzt echt dann. Wir müssen uns hier keine Konvention halten. Boah, Bruchtiefen Schiefer, weiß ich nicht, ob wir den finden werden. Ja, weil es noch kein Update hier drauf ist, richtig. So, ich gehe schon mal Richtung Niedertor. Ich überlege dir jetzt, was ich das Dach machen könnte, aber es wird wahrscheinlich Schwarzstein oder irgendwas sein. Was wir gerade so im Nether finden. Ja, warte, ich komme mit. Ich habe noch 50 Essen. Ja, das ist gut. Guck. Na, dann lass uns. Ja, und das Nether-Portal müssen wir auch umpacken. So, Wassermühle steht auch noch, das ist gut. Ja, ich muss auch die Dinger runtersetzen. Schön, das, das Rad. Gemacht. Werde ich mich mal drum kümmern. Ja, wenn wir die eine Sache beendet haben, dann... Ja, das mache ich im Offline. Die Feinheiten kommen dann hinterher. Das mache ich im Offline. So. Weil das ist ja nur, dass ich das in zwei Tiefen setzen muss. Excellence? Nee, schade. Axottels? Mir egal, wie die Dinger heißen. Das sind für mich Mulch und Lurche. So. Dann frohes Sterben. Ich liebe das Nether. Wie war das? Nein, ich lege mich heute nicht mit den Schweinen an. So, was sind wir jetzt auf der Suche? Glowstone? Wollte ich gerade sagen, lass mir raten, Glowstone. Glowstone, Pilzlichter auf jeden Fall. Glowstone ist da vorne. Und Quarz. Glowstone haben wir hier eine ganze Menge über uns schon bald. Ups. Erinnere ich an hier. Hier ist doch Glowstone. Ja, Moment. Ich habe mich gerade in Lava gebaut. Stopp. Ja, was machst du auf so einen Scheiß? Hat doch keiner gesagt. Was doch immer für ein Mist. Hat doch keiner gesagt. Ach Gott, Engelchen wieder. So, dann werde ich mich mal hier drum kümmern und mal gucken, ob ich hier ein bisschen was finde. Ach, das ist auch Lava. Sollte ich mal besser hier weggehen. Ja, jetzt muss ich mich beeilen und ich kriege Engelchen gleich eventuell. Ja? Ich weiß, wo du bist. Eben war hier doch alles voller. Was ist das denn jetzt schon wieder bitte für ein Bug? Ich hab keine Ahnung. Kommt doch vorhin gerade Lava runter. Noch nicht blöd. Ja gut, dann nicht. Ja gut, wenn keine Lava kommt, dann kommt keine Lava. Begeistert. Ja, ja. Ist auch gut. Na, und wird da deine Warnung aufgehoben? Nee, noch nicht. Sein? Noch nicht. Andere Meldung. Ach so. So. Ich habe die Koordinaten aufgeschrieben, von daher. Also in beide Richtungen laufen. Und nichts von wegen Quarz. Quarzi schlecht getankt. Also. Ja, du hast die Quarz oben in der Decke. Ja. Ja, ich gucke auch gerne mal in diesen Hügeln und so. Ja, ich komme sofort mit. Aber ich nehme noch den rausgeschlagenen Stein mit. Den können wir noch gebrauchen, wenn wir uns irgendwo rumbauen müssen. Würde ich meinen. So. So, bin da. Ist einmal gerade geglitscht.
Das mache ich öfters. Weißt du warum? Macht Spaß. Ja. Oh, ein Wildschwein. Wie sagte Löw früher, höchste Konzentration. Da oben müssen wir jetzt hin. Ja gut, gehen wir da oben hin. So. Gucken, was uns hier erwartet. Ich sehe es gerade. Es grinst mich gerade schief an. Ja, ich habe es versucht schon abzuschießen vor unten, aber es ist weggegangen. So. Wie viel. Also ich habe was zu essen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Hallo. Dach, dach. So, dann... Und jetzt mal? Hier oben hin, einfach nach oben hin. Ich steck mich mal hoch, da haben wir schon ein bisschen Quarz. So, und top. Mach schon mal. Da geht hier eine neue Richtung. Links. Ja. Du musst natürlich, wenn jetzt genau da drüber Lava ist, dann krieg ich einen heißen Hintern. Kann aber passieren. Doof, wenn der Drittlava drüber gesammelt wäre. Ja, das wird dann ordentlich belegen sein. Nächstes Mal waren wir ja schon lange nicht mehr zusammen, ne? Das stimmt allerdings, das stimmt. Ja, ich hab's gerade noch gesagt. So. Gehe ich mal nach dahin. Gleich fließt er mir eventuell an mir Lava vorbei. So. Anscheinend nicht Glück gehabt. Habe ich es gut versiegelt. Dann kommen wir jetzt mal hier oben runter. Ich bin hier vorne, guck mal. Ja, ich sehe deinen Namen, ich sehe dich schon. Aua, was war das? Ein Bug. Ja, ich hab's abgebaut. Naja, lass uns das mal. Man muss Minecraft halt nicht verstehen. Nee, manchmal muss man wirklich nicht verstehen. So, ist hier auch noch irgendwo was? Da ist Gold. Naja, lege ich mich jetzt mit den Viechern hier an. Ja, super. Was denn? Ich kann schießen. Hey, hast du einen Schuss, deinen Waffenschein gemacht, oder was? So, hier ist doch auch noch Eisen. Warum hast du das Quarz? Warum hast du das denn mitgenommen? Ich hab gerade um die Wildschweine gemacht. Ja, ist das doch verkehrt? Autsch. Nee, aber das war verkehrt. Ach ja, Animation lässt auf sich warten. Das kennen wir schon. Ja, bei mir jetzt gerade auch. Boah, so. Ja, gehört dazu. Cool, ein Schweini ganz in Goldrüstung. Ja, guck mal. Dos Monetos Maximus. Ich muss ja ein bisschen mit dem anhören, aber ich mach's nicht. Wollte gerade sagen, wenn es das wert wäre, muss man abwiegen. So. Habe ich hier noch was vergessen? Nee, gut. Ich will noch Fleisch haben, oder was? Jojo, nehme ich gerne an. Fleisch. Wo bist du jetzt gerade? Hier, wo du eben standest. Okay. Hab da mal den Quarz, deren, die das Quarz rausgekloppt aus der Mauer. Ich, nicht. Boah, ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Minus 80, seht deinen Namen. Minus 80, 85.
Bist du unter mir oder über mir? 104, ich bin über dir. Ach, da ist ja auch noch wieder Erz. Quarz. So. Hier ist so die Pfeile. Ja, ja. Nein. Ja, ich sehe nichts. Aber jetzt müsst ihr nicht auf mich schießen, weil ich guck mal, ob ich uns da den. Quarz, ich kann so sogar nicht schießen, weil ich gerade mich vorbaue. Da, ich sehe dich. Ah, da. Doch, doch. Ja, ja. Da sind ganz viele Schweine. Vorsicht. Ja, ich weiß. Ganz einige sind sogar Schweine. Wild. Hier ist ja auch noch was drin. Ja, ich weiß, die heißen eigentlich anders, aber ich nenne sie Wild. Ja, die Dinger sehen auch genauso aus. Kann man sie auch so bezeichnen, finde ich zumindest. Gut, was ich sage, ist nicht das, was alle sagen, aber das kennt man ja schon. So. Mache ich mir mal hier so eine kleine Plattform. Ich arbeite ja heute mal mit Plattformen. Das ist ja mal was ganz Neues. Sonst bin ich ja eher der Hau drauf und gebe Gas. Aber falls mich so, ich bin dahinter. Da, wo ich gerade stand, nur ein Stück weiter dahinter. Ja, ist okay. Da ist noch ein kleiner Lavasee. Und jede Menge Quarz, also hier können wir echt. Engelchen, wenn ich hier irgendwo im Nether bin, hör bitte auf von Lava zu reden. Du weißt, dass es kein Glück bringt bei mir. So. Mach doch gerade den Lavasee so ein bisschen. Oh, sag doch nicht Lava. Beziehungsweise ist es kein See an sich. Sondern es ist einfach aus der Decke so ein kommendes. Das hört sich nicht gut an. Okay, ich habe auch keinen Quarz verloren. Das ist schon mal gut. Lava ist abgestellt übrigens. Ja, das ist auch gut. So, ich glaube, hier komme ich. Ja, hier komme ich runter. So. Na! Was? Okay. Ist die vorgefallen? Ja, ein Stück. Jetzt kommt der Fortschritt. Ja, heute ist ein bisschen Verzug drin. Es ist mal wieder Netherzeit. Obwohl es eigentlich egal ist, ob du drin bist oder ich nur alleine drin bin. Ja, irgendwie tut sich da nicht viel. Ne? So, dann werde ich mich jetzt hier wieder hocharbeiten. Weil da war ja auch noch ein bisschen von dem guten Quarz. Und das brauchen wir noch. Ja, ich hau jetzt gerade hier um aus und decke das Quarz raus. So. Ja, ich mache mir auch noch mal kurz so eine kleine Sicherheits. Hier kommt so gut an die Decken dran. Plattform. Wie gesagt, die Lava habe ich ausgeschaltet. Das war kein See an sich. So einfach, wo Lava runterkam und sie verteilt hat. Ja, ist doch okay. Wo ich das jetzt zwei Blöcke gesetzt habe, ist sie eingedämmt, die Lava. Ja, ist doch in Ordnung. So. Nein, ich habe nicht euer heißes Gold abgebaut, Leute. Keine Sorge. Ja, da ist immer das Problem hier, ne? Ich will nicht so friedlich stellen. Ja, du ja beschiss. Das machen wir nicht. Was will ich nicht? So. Bist du da oben? Ne, dann kann ich da oben dann das Quarz abbauen. Wir bescheißen hier nicht. Wenn ich jetzt alleine unterwegs wäre, okay, würde ich schon machen. Bescheißen? Nein. Wenn ich jetzt beispielsweise in einem Nether unterwegs bin, alleine. Ach so, ja, kannst du. Dann kann es ruhig auch mal vorkommen, dass ich das ausschalte. Ja. Liegt aber dann einfach daran, weil ich alleine unterwegs bin und einfach in Ruhe auch Sachen fahren will. Oh Gott sei Dank, musst du dann wissen, wie du das machst. Das auch so. Noch. Hier ist das berühmte Schweinegold, das brauche ich aber nicht. Ja, obwohl, ich könnte es ja hier versuchen abzubauen. Mich könnten die ja jetzt nicht an der Kante haben. Trotzdem, die sind aber noch relativ danach am Ort. Ja, ich weiß. Deswegen lasse ich sie auch. Wenn jetzt keins in der Nähe wäre, dann würde ich es auch machen. Ich weiß nicht, wo es ist. Oh, ich habe noch einen Schwein. Ich weiß auch nicht. Ein Wildschwein gefunden. So. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo deinen Namen sehe. Aber ich glaube, du bist auch schon wieder weitergegangen, ne? Und schon wieder nicht. So. Im Moment kannst du mich eh nicht sehen, weil ich jetzt gerade gesneakt bin wegen diesem blöden Wildschwein. Boah, dann ist das so, ne? Hier ist hier ein Gold.
Ich bin noch weiter. Ah, ich sehe deinen Namen. I see your name. Oh. Hallo. Dach. Ne? Und ist hier noch irgendwo was? Ah, da ist Glowstone. Ich guck mal, wie mich ums Glowstone kümmern kann. Ich bin hier oben. Ist nämlich eine Menge Glowstone und ich befürchte mal, dass ich mich da wieder hinbauen muss. Ja, das sieht mir nach. Gut, ich habe genug Stacks da. So. Wir brauchen Glowstone, also besorge ich uns Glowstone. Wo ist das Problem? Ich brauche für Glowstone, das war's. Was wir am meisten jetzt brauchen, ist erstmal Quarz. Ja, da habe ich schon ein bisschen. Vielleicht mache ich auch den Deckel, also das Dach aus. Den Deckel. Mit Ziegel. Das kann man auch machen, ja. Schwarz. So bin ich denn. Jo, Nils, alles klar, dann bis gleich. Ich sehe es leider noch nicht, was du geschrieben hast. Dass er kurz mal weg ist. Alles gut. Das macht doch gar nichts. Nix. Und davon noch knapp die Hälfte. Also bei mir dauert es immer einen Moment, bis ich sehe. Ja, ja. Ist ja auch keiner gezwungen, die ganze Zeit hier zu bleiben, ne? Jo, ich wusste schon, was du meinst. Alles gut. Sonst brauchst du dich keiner so rechtfertigen. Eben. So, hier ist ja auch kein Zwang. Wäre noch schöner. Wenn ich bei Blindtube einmal kurz weggehen soll, ich auch nicht Bescheid, ich bin gleich wieder da. Ja. Außer ich weiß jetzt, dass ich 10, 20 Minuten wegbleibe. Da schreibe ich ja, auch rein, okay, ich bin mal für 20 Minuten AFK. Oder wenn gerade mal irgendwas ist, wo man einen anspricht. Wenn es zum Beispiel mal heißt, ja, wie ist deine Meinung dazu? Wir haben ja hier das Engelchen oder den Jack im Chat zum Beispiel. Dann melde ich mich auch kurz ab, da ich sage, bin mal kurz Wäsche aufhängen oder irgendwie was gerade anliegt. Oder bin mal kurz. Hast du beim letzten Mal geschrieben, dann haben sie aufgehört. Ja, ja, komischerweise. Das war ganz lustig. Du kamst wieder. Ja, da war die Wäsche zu weit. Ich bin immer aber gespannt ist ja auf den neuen Crime-Letters-Fall. Ja, ich auch. Könnte dann hier auf dem Kanal auch wieder eine kleine Bonussache finden, wahrscheinlich. Hier war jetzt nichts mehr, ne? Musst du wissen. Ja, dann kann ich das Gurt mal abbauen. So. Warum ging's nicht? Wenn hier nichts in der Nähe ist, dann kann ich das Gurt abbauen. Ja. Oder was passiert. Das mache ich ja nur, wenn ich weiß, dass hier keine Schweinis direkt in der Nähe sind. Hm. Also rein theoretisch dürften sie mir jetzt gleich nichts tun, wenn ich an mir vorbeilaufe. Da siehst du dann. Ja. Ganz einfach. Wenn sie hinterher sauer auf dich sind, dann weißt du, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Wo hast du irgendwie falsch gelaufen bist? Keine Ahnung wie. Ja, hier war nichts. Ich mich jetzt auch mal wieder hier nach unten begeben. Was denn, wo du gerade bist? Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich gerade ganz im Quarz gefangen habe. So. Außerdem zwischendurch muss ich auch mal sagen, dieses blöde T9, das ist ein alles mögliche Schreiben. Ja. Nicht das, was man schreiben will. So, Herr Meier, funktioniert das dann doch nicht. Das kenne ich auch mit dem T9. Noch ganz am Anfang, wo es rauskam und meinst, was ich dafür Sachen geschrieben habe. Da war teilweise so ein Unsinn drin. So. Jetzt habe ich hier noch das Glowstone auf, was hier untergefallen ist. So, die Plattform kann ruhig bleiben. Tut ja keinem weh. Sagen, was ist denn für ein Schweinchen mit Dia-Rüstung da?
Ein Goldharnisch. So. Also ich habe jetzt auch hier oben fertig auf der Ebene. Ja, so eins auch. Können wir weiter. Würde ich auch sagen. Wollen wir kurz einen Zwischenstand-Check machen? Aua. Können wir, wenn du hier runterkommst? Ja, klar. Da hast du dich eingenistet. Ich hab mich nicht so eingenistet. So, zwei Stacks komplett und einmal 30 von Quarz und Glowstone Staub 61. Ich habe. Moment. Ja, die Pilzdinger interessieren mich doch alle gar nicht. Kannst du wegspeisen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 mal 64. Achso, ein Stack. 5 Stacks. Quarz und ein Einzelnen. Ja, ist doch ganz gut schon mal. Daraus lässt sich sogar schon was machen. So, zack. Pilz brauche ich auch nicht. Alles, was ich brauche, schmeiß weg. Ja. Das spawnt dann irgendwann weg. Ja, ja. Wo bist denn du jetzt auch da? Jetzt habe ich es wieder eingesammelt, auch gut. Schmeißt es gleich in die Lage. Ja, ja, hatte ich ja eben schon vor. Da ist noch Quarz, aber ich weiß nicht, ob man da dran kommt. Wo ist denn der Baum? Ach, das kriegen wir schon hin. So. Der Vorteil daran ist, im Endeffekt, du kriegst dann eine Spitzhacke repariert. Wenn man Reparatur drauf hat, auf jeden Fall. Also ich hab drauf. Ich müsste auch, drauf, ja, ich müsste auch. So. Okay, ich muss warten. Hier ist Glowstone. Dann nimm's mit. Ja. Glowstone und Quarz. Ja, ist doch super. Womit baust du Glowstone ab? Mit dem Block, ganz normal. Behutsamkeit? Nö, hab ich ja nicht. So. Ich bin ja nicht behutsam, sowas habe ich nicht. Das ist mir zu teuer. So. Kann ich auch gar nicht leisten, sowas. So, hier war doch auch irgendwo Quarz, meine ich, hätte ich gesehen gerade. Ja, unter mir. Bloß dann kann ich nicht so ganz tief runter, weil danach ist. Du hast so ein bisschen Blöcke eingesammelt, oder nicht? Ja, ja. Deswegen hüpfe ich auch jetzt hier runter. So. Und dann werde ich mich mal da wieder hinarbeiten. Hallo Fliege. Im Chat hast du eine Fliege? Cool. Nee, nee. Auf dem Arm saß gerade eine Fliege. Ach so. Shit. Ja, wieso? Kann sich doch jemand Fliege nennen? Das ist dann die Chatfliege. Ich hatte schon mal, glaube ich, irgendwann mal einen Kommentar auf von anderem Video von mir, von einem Fliegenpilz, habe ich auch gedacht. Ja, schöner Name. Schön gefährlich. Und Nils ist wieder da. Ich kenne jemanden, der heißt. Der hat den Namen Fliege im Nachnamen. Dann herzlich willkommen zurück, Nils. Ich hab nichts gemacht. Ich auch nicht. Können wir uns zusammentun. So. Das war das Kraut, was ich gerade von oben aus gesehen habe. Da. So. Was ist jetzt gerade für ein Geräusch? Schwennis. Ach so. Hallo! Dachte. Da unten ist jetzt ein bisschen Quarz hingefallen, aber ist egal. So. Hallo! Dach. Du hilfst mir, du machst Danke, immer wenn es heißt, du ignorierst mich, dann gucke ich da prompt nach denen aus der Flix und fall irgendwie runter und überlebt mit 1,5 Herzen. Dafür müsste ich eigentlich da oben runterschießen schon wieder. Du magst mich nicht mehr so, jetzt geht's. Ja. Tschüss. Na, hier ist noch Glowstone, warte, nimm das noch mal mit hier.
Können wir noch mitnehmen. Also man kann mit gebratenen Kartoffeln wunderbar Glosten abbauen, so als Information nebenbei. Als Fun Fact. So. Nick, hi, mein Tablet war leer, deswegen bin ich jetzt erst da. Und war auf eine Geburtstagsfeier. Ja, ist doch kein Problem. Herzlich willkommen im Chat. Ist doch alles kein Problem, Nick. Ich habe mein Tablet eben auch nochmal aufgeladen gehabt, weil es nicht so ganz wollte. Genau. Ah, Nils schreibt, hat sie angehört wie geschrien vom Gast. Ja, das meine ich auch. Ich hätte auch einen Gast manch gehört. Oder rausgehört, wie auch immer. Und Nick, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Alles gut soweit? So. Ja, die Schüler haben ja in NRW zumindest das Ferien. Ja, das stimmt wohl. Oh, ich finde, die sollten das echt einheitlich machen. Dass alle Bundesländer gleichzeitig in die Ferien gehen. Nicht, dass der eine eine Woche vorher geht, dann eine Woche später. Das hat man schon vor 20, 30 Jahren gesagt, sogar vor 40 Jahren. Als es sogar noch die DDR gab, also von daher. Ja, für mich war es damals. Ja, Ansichtssache. Für mich war das damals immer so, ich habe immer Schiss gehabt, dass ich während meiner Ferienzeit, wo zum Beispiel in Sachsen-Anhalt noch keine Ferien waren, da ich dann auch in die Schule da musste. Ja. Da war ich damals so in der ersten Klasse, da habe ich immer Angst gehabt. Da habe ich gesagt, nicht, dass ich da auch noch in die Schule muss. Aus NRW. Ja, das wusste ich aber damals nicht. Wenn man zu der Zeit schon Ferien hat, dann hat er Ferien. Also deswegen meine ich ja, man sollte es echt mal so machen, dass es bundeseinheitlich ist. Ja. Kannst du den Vorschlag hier mal einreichen. Nick, gut, hab jetzt eine Freundin und hab heute Geburtstag. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade sagen, alles Gute zum Geburtstag. Ja, ja. Und Glückwunsch zur Freundin. Das ist doch wunderbar. Und ihr schreibt auch Hallo Nick. So nebenbei, damit wir alles der Vollständigkeit halber haben. So. Wie alt bist du, oder wie jung bist du denn geworden, Nick? Ich tippe mal drauf, dass der Nick... Ich hab eine Festung gefunden. Ey, ist doch wunderbar. Zufall. Ich tippe mal drauf, dass der Nick locker schon mein Sohn sein könnte, vom Alter her. Wenn ich sogar schon Enkel. Wenn ich früher angefangen hätte. Mit dem Üben. 12. Da könntest du sogar schon bald mein Enkel sein. Zumindest mein Sohn könntest du locker sein. Ich bin Mama schon. Ich sehe schon, demnächst schreibt man nicht mehr im Chat Hallo Jack, sondern Hallo Opa. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, ist noch Festung. Ja, dann warte auf mich, dann komme ich da auch gleich hin. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen... Sag mal, wie ich hinbaue. Das ist lustig. Ja, dann warte auf mich, dann baue ich mit, weil ich habe hier noch Quarz gehabt. Das wollte ich unbedingt mitnehmen, weil du es brauchst. Dann ist auch noch hier Quarz, gerade auf dem Weg zur Festung. So. So, und hier liegt auch noch Quarz rum. Liegt oder ist in der Wand? Liegt. Das ist schon rausgekloppt worden und in der Wand ist aber auch noch was. Und darum kümmere ich mich jetzt auch noch. Ich bin ja heute multitaskingfähig. So. Aber 12 ist ein schönes Alter. Doch. Oh. 1993 war ich 12. So wie zum Thema Unterschied. Ja, da sieht man wieder, Minecraft verbindet Generationen und das kann ja nicht falsch sein. Finde ich zumindest. Ja, das ist alles cool, das lassen wir besser mal drin. Da brennt's. Ja, dann beam me up, Scotty, wo bist du? Wo ist die Festung? Ich bin jetzt bei minus 213. Minus 213, muss ich in der Richtung. 108 und 57er Höhe. So, minus 213. hinten war was? 108. Plus? Ja.
Gott. Dann muss ich über einen riesen Lava sehen. Bin ich denn bescheuert? Eigentlich nicht. Doch, wo ich jetzt gerade bin, ja. Das ist eine Höhle. Ja, dann muss ich da mal da gucken. Da, wo du dich hochgebaut hattest vorhin. Ja, dann muss ich mich hier irgendwie auch mal... runtergeschossen bist. Herrlich, wie soll ich mich denn dahin boxieren? Wahnsinn, das Geräusch heute. So. Ach, dann hol mich mal ab. Ich komme jetzt mal nach dahin. Wo ich hin muss. Hier bin ich. Oh! Oh. Danke, Engelchen. Alter Vater, wer jetzt da runtergesammelt? Die nächsten 15 Livestreams befinde ich mich in der Reha-Klinik. Ich glaube, ich hatte gerade einen halben Herz in Kasper. So, meinen Bogen habe ich schon in der Hand. Soll ich vorgehen? Ich muss das warten. Wieso? Du hast frei. Ja, genau deswegen, weil ich keinen Abbau-Dings hatte. Ach so, ich hatte schon. Oh, mit 13 eine Freundin zu haben, da ist schon ganz gut. Da ist schon mal ein Skelett. Höh. Da sind Lohn. Achtung. Engelchen bleibt hinter. Ich gehe mal auf der anderen Seite. Da ist noch nichts. Was schießt du denn da? Ach du Heiliger. Den habe ich schon vermutet. Da war auch so ein Magma-Hüpfer. Das ist auch ein Magma-Hüpfer. Ja, ja. Oh, ich glaube, der Watch macht das, deswegen kann das sein. Ja, nee, ist klar, weiß ich nicht. So, ich würde mal hier hin straucheln. Ich schieß mal die. Ja. Ach Mann, jetzt kann sich's vorstellen, dass ich hier fast ein Herz Kasper gekriegt habe. Und Nick, wie heißt denn deine Freundin? Wenn man dann schon mal eine Freundin hat, dann ist das doch super. Da freue ich mich sogar. So, ich werde mich mal hier hinten drum kümmern, auf der Seite. Was haben wir hier alles? Hier haben wir Schweinis. Ganz hinten sind ein paar Lohn. Ist ein hoher Turm. Larina, das ist ein schöner Name. Wo kommt der denn her? Den Namen habe ich so noch nicht. Das macht mir nichts aus, aber den Namen habe ich so auch noch nicht gehört. Lara kenne ich, aber Larina habe ich noch nicht gehört. Muss ich zugeben. Das ist aber ein schöner Name. Ich hatte mich eigentlich hier durchgebaut, nur irgendwie hat er Ja, ist okay. Aber ich muss zugeben, den Namen finde ich schön. Larina, das klingt richtig toll. Dann grüße mal von uns, unbekannterweise. So, hier geht's dann nicht mehr weiter. Hast du einen Zug gebaut? Ich habe nirgendwo nicht. Was zugebaut. Soll das im ersten Moment so aufschlagen? Krieg ich ja kein Geld für. So. So. Achtung, Skelett. Da ist noch einer. Ich sag's auch. Und eine Lohe. Lohe ist down. Da sind zwei Schwarze. Und dahinter ist auch noch wieder eine Lohe. So. Hilfe! Ja, ich jetzt auch. Aua. Aua. Ich bin bei der Mutter gefallen. Aber ich bin jetzt erstmal gleich kaputt schön. Ich helfe dir doch. Ja, hinter dir. Genau. Ich sollte mal. Ah, da ist hier. Okay. Achtung, hinter dir! Au! Wie hinter mir? Oh. Bitteschön. Schon wieder verdörrt hat. So, und die wollte uns gerade Feuer unterm Hintern machen. Ja, die wollte ich ja schon abgegeben, das sagte so vorsichtig hinter dir. ja. Ja? Du hast da auch Besuch, ne? Hä? Da hinten. Ja, eine Lohe, aber die macht mir ja nicht so schnell was.
Wenn du möchtest, kannst du hier das Gold einsammeln. Ja, Moment. Pass mal bitte auf mich auf. Das mache ich sowieso gerne. Da sind sie wieder, wieder Skelette. Da kriegen wir noch einen Wiederschädel. Das wäre auch mal ganz einfaches. So, ich lege mich mal mit den Wiederskeletten an. Nicht mit allen. Das war ein Schweini, aber der ist mir zu weit entfernt. Da passiert nichts mit. Treff ja nicht mich, okay? Komm uns drauf anlegen. Darum ja. Soll ich dich dann treffen? Ach, nur so. Und ja, das war wieder bei Facebook. Du weißt schon, dass du gerade ein Schweini abgeschossen hattest vorhin? Ja, das macht dem aber nichts mehr. Ist noch ein Skelett. Lass mich mal vor. Genau. Hier kommt Kurt. Unsterblich von Frank Zander. Zwei. Warte, ich schieß mal mit. So. Der Scharfschützen-Tango ist da. Was war denn jetzt los? Da hinten sind wieder Lohen gespawnt, ne? Ja, hier oben hängt auch einer rum, aber die habe ich schon im Visier. Das wird jetzt alle paar Mal oft passieren, dass hier irgendwelche Lohen spawnen werden. Das normale Skelett, natürlich ja nur 8,15. Da ist ein Widerskelett hinter, das ist auch schön. So. Noch ein Widerskelett, das war jetzt ein Schweinchen. Das Schweinchen macht mich aber nichts. Ich war zu weit weg. So, Schwein ist auch down. So. Sind Lohnrouten auch begehrt? Ich meine ja nur. Oh. Oh, ich will mir das. Ich wollte gerade an dir vorbeilaufen. Wäre keine gute Wahl gewesen. Aua. So, jetzt schmeiße ich erstmal das ab, was ich jetzt nicht mehr brauche. So, dann jetzt wieder. Ich bin wieder getroffen worden. Von wem? Von einem schwarzen Skelett. Ja, dann rennen auch wieder welche rum. Achtung, Magma-Block. Ja. Das noch. So, jetzt geht die Party ab. Ich muss was essen. Leute, ich muss was essen. Ich kümmere mich drum. So, dann isst du mal was. Drei Herzen. Und dann wird's Zeit, dann guten Hunger. Da ist noch eins. Oder nee, ist noch ein Fackel. Da hinten ist wie eine Lohe. Brauchen wir noch Lohenroten, ja, ne? Oh, Mist. Ich wollte es gerade sagen, muss der genau da im Weg rumschwirren? Selbstschuld. Ich hab mal abgeschossen. Ja, ich hab auch mitgeschossen. Ich schleiche mich. Ich brauche mal so ein bisschen. Ja. Cola habe ich gekriegt, auch nicht schlecht. Den Gastmonster. Mhm. Das kann ich dir auch nicht sagen. Happen. Ja, das ist schön. Oh ja, da schwebt er rum. Da ist noch ein zweiter. Der ist aber schon weg. So. Noch eine Lohnroute. Ja, der trommelt noch mal drum. So. Muss nur aufpassen, dass hier gleich so ein Oller Gast. Machst du schon wieder? Und eigentlich müsste ich das doch überleben, wenn ich da runter hüpfe. Moment. Ja, überlebst du. Ich hab's ja auch gemacht. Hier ist noch Quarz. Wer safet wen? Na gut, hier unten ist nichts. Was safet dich? So. Hier ist auch noch Quarz. So. Ich gucke immer erst zweimal auf wegen Abbauproblemen. Nicht, dass der mir hier gleich wieder irgendwas vom Hund anzeigt und nicht meine Katze wäre drin gewesen. Nach dem Motto. Ja, jetzt nimmt das an. Wir haben wieder ein paar zeitliche Verzögerungen drin, aber vom Feinsten. Das ist die ganze Zeit, seitdem wir im Meter sind. Ja.
Ach, da hinten bist du. Dann komme ich mal nach deinem. So, da ist oben wieder eine Lore. Was machst du nur? Ich wollte uns irgendwann schauen. Achso. Willst du da unten an das Zeug auch dran? Wo? An das Quarz? Autsch, bin schon müde. Ja, ich komme auch mal dahin. Bitte. Jo. Ich will jetzt erstmal hier oben das Dix. Ich liebe diese Bugs. Nö, nee, aber das war wieder der klassische Fall von freundlichen YouTube-Usern. Hier kommt Kurt. Ja, Frank Zanders Lied. Hier kommt Kurt. Nie geguckt und nie gehört. Nee, das Lied von Frank Zander? Mhm. Oh, das hast du was verpasst. Guckst du mal bei mir? Geht gerade nicht, ich baue gerade Quarz ab. Ja, ich guck grad selber. So, man baue ab mit Bedacht. Ups. Oh, Gott sei Dank. Muss ich wieder irgendwas abschmeißen oder kriege ich es noch eingesackt? Wo bist du denn? Ich bin hier. Ich sehe dich noch mal. Ich bin aber nicht versteckt. Da unten. Das Steinschwert schmeiße ich jetzt weg. So. Brauchst du ihn? Du hast einen Diamantschwert. Darum ja. Was ist denn mit einem Steinschwert? Auch schon gerade Diamantschwert weggeschmissen. Nicht Diamant. Ja, jetzt habe ich es aufgezogen. Jetzt ist gut. Das ist mal ein Blöds wieder oben. Hat auch schon Goldschwert hopp. Weggeschmissen. So. Habe ich übrigens eben im Radio gehört. Ja, das ist doch gut. Radio hören wir auch gerne zwischendurch immer mal. Oh! Was denn? Meine. Auch nicht schlecht. Meine Dings war wieder. Meine. Ja, dann ist Glowstone, ne? Da ist auch noch Quarz. Ich habe sehr gut reagiert, Mann. Das war meine Reaktionsfähigkeit. Ja, natürlich dahin schwierig dran zu kommen. Dann lass es doch auch da. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, der Enderman ist wahrscheinlich in Lava reingelatscht. Jo. Ja, ich höre nur Enderman, dann gehen bei mir sofort sämtliche Alarmglocken an. Aber Moment, auf dich. Wie denn auch? Du, die brauchen, keinen Grund. Ja, wo manchmal, ne, habe ich das Gefühl, die greifen dann an, obwohl, ne, du machst nichts. Hab ich auch schon gehabt. So, ja, die brauchen keinen Grund. Die sind einfach nur grundlos aggressiv. Ja, wenn du einen Dreizack hast, dann musst du... Angreifen. Wenn du einen Dreizackigen hast, dann wird's gefährlich. Dann ja. Endermen sind wie die Wespen. Flügelte Arschlöcher in dem Fall. Die brauchen keinen Grund, die sind standardaggressiv. So. Achtung, hinter dir schleicht der Enderman her, ne? Ja, ich weiß. Ich greif den jetzt auch an. Ja, mach das. Der ging aber flott. Wollte ich gerade sagen, flotte Karotte, ne? Ja. So, ich denke mal. Och Gottchen. Was denn? Basaltbiom. Ja, da gibt's aber auch Schwarzstein, glaube ich, ne? Ja, aber ich wollte jetzt noch keinen Schwarzstein fahren. Ne? Also ich werde mir die Koordinaten aufschreiben, das werde ich wahrscheinlich machen. Und falls ich dann wirklich mit Schwarzstein das Dach machen sollte... So, jetzt mache ich hier hin. Ich glaube eher mal, dass ich das aus den Ritterzielen machen werde. Jo. So, dann wollen wir doch mal ein bisschen was auch wieder so dieses Abbauding. Ja, ja, bei mir hat er auch mal wieder seine Momente. So. Manche Dinge muss man echt 3000 Mal bauen. Ja, das ist halt so, ne? Was denn jetzt schon wieder los, Leute? Ja, schmeiß ich das Mauerwerk weg. Das Mauerwerk?
Meter Ziegelblock. Ich habe jetzt einen Meter Stein. Ach so, ja. Also, den Netherziegenbock. Kennen Sie den? Danke, bist du. Jo, ich habe hier noch das Quarz weggenommen. Da vorne ist auch nochmal Quarz hinter dir. Ach da, ja. Hast du gesehen? Ja, da oben ist. Unten! Unten? Ach da. Jo, hier. Ich versuche mal zum Glowstone rüberzukommen. Das habe ich eben auch schon überlegt, ob ich das versuchen sollte. Oh, hier unten ist Schwarzstein drunter. Der Mann ist mal wieder zu blöd. Lassen. Sein Problem, nicht unseres. So. Mein Problem ist das nicht. Meins auch nicht. Wenn der nice Food will, dann soll er haben. Dass ich mir sowas von Latte. Da könnte man fast ein Macchiato zu sagen. Du hast doch bestimmt noch einen Meter mit, ne? Ja, ja. Dann kannst du mir helfen. Ja, ich schummel mich mal zu dir durch. Habe ich mich vor dem Schreiter jetzt erschrocken. Dup-di-dup-di-da. Langsam laufe ich weiter. Das ist sonnenklar. Dach. Soll ich die Lava unter dir? Was war jetzt? Der hat einen Sattel auf. Haben die neuerdings jetzt alle einen Sattel? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, bin da. Möchtest du das Netherrack bei dir haben? Kannst du mir helfen? Haben die jetzt neuerdings alle einen Sattel auf? Hast du mich schon mal gefragt? Weiß ich nicht. Nee, allgemeine Frage mal für den Chat. Ach so. Ja, wer du oder ich. Wer das Update auch mitgeguckt hat, haben die jetzt alle einen Sattel auf? Komm, geh mal ein Stückchen zurück für den Onkel. So. Du kannst im Gegensatz zu mir. Ich weiß, dass ich keinen Sattel hatte. Deswegen. Ja. Ich habe auch keinen Sattel gehabt. Nee, deswegen hat mich das jetzt gewundert. Also. Weil normalerweise ist das doch so, dass man für die Schreiter extra einen Sattel mitnehmen muss. Ja, scheint wohl jetzt anders zu sein, ne? Oder wurde das jetzt bei Minecraft geändert? Ja, warte, ich mach's. Ich hab doch eine Behutsamkeit. Ja. Dann mach du mal. Da ist ein Gast, soll ich mich mal drum kümmern? Wenn du uns nicht siehst. Keine Ahnung, aber ich hab jetzt mal wieder Stillstand. Ja, das hatte ich auch gerade vor. Ach so. Ist noch so, muss man sagen, wie man zur Seite, ich mach das schon. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein bisschen Quarz, können wir auch noch mitnehmen. So. Aber da freue ich mich, dass der Schmeiß doch mal ist. Bitte dein Glowstone vor. Glowstone Dust? Mhm. Another one bites the Glowstone Dust. Also mittlerweile habe ich 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 6 jetzt aber 13 Sticks. Schwarz habe ich jetzt. Genau, Glowstone Dust, Glowstone Dust, Glowstone Dust. Bitteschön. So. Dann wollen wir doch mal die Spitzhacke schwingen. Also jetzt haben wir 64 und 33. Nee, komischerweise, der Schreiter hat keinen Sattel auf. Ja, hä? Keine Ahnung. Wie werde ich jetzt gerade hier nicht drauf schlau? Musst du auch nicht, das ist Minecraft. Hat einer von euch, so. Jetzt, der jetzt im Chat ist, eine Idee, warum der eine jetzt einen Sattel hatte und der andere nicht? Das eine war das Papa-Tier, das andere ist Mama-Tier. Das Mama-Tier hat immer ein... Was machst du? Hau mich doch nicht. Ich hab nicht gehauen, das ist auf einmal passiert. Weil der hat nämlich, und ich hab dem keinen Sattel gegeben, ich hatte gar keinen Sattel. Stimmt, da hat einen Sattel drauf. Sehr seltsam. Komisch. Alter, ich wollte jetzt noch ins Basalt gehen. Schreib mir die Koordinaten von Basalt ja, auf. Soll ich noch ein bisschen Schwarzstein fahren? Mhm, erstmal nicht. Ach, weißt du was, sondern du auch schreibst nämlich schon mal ein bisschen was mit. Also, weißt du warum? Dann haben wir schon mal was. Jetzt schmeißt es mir nicht ins Inventar. Mache ich auch nicht. Ich habe selbst ein bisschen frei im Inventar und ja, dann nehme ich das mit. Ja, du hast mir aber jetzt. Du bist irgendwie bei mir nur direkt in der Nähe abgebaut haben, bitteschön. Ja, das habe ich ja immer generell. So.
So, dann wartest du bitte auf mich. Wir machen uns jetzt gleich mal raus wieder. Würde ich auch sagen. Wir sind jetzt auch schon gut dabei. Da ist noch eine Enderperle, die will ich haben. Ja, nimm sie dir. Ich muss aber erstmal hin. Ja, dann ab mit dir. Was hält dich zurück? Ich halte dich nicht zurück. Ich kann das auch nehmen. Willst du mich jetzt wieder abbauen? Was bist du? Du bist ein normaler, ne? Ich mache ja nur die Schweinis gleich mal einhören. Ja. Abbaut. Und dieses eine hyperaggressive Vieh. Nehmen wir das mal direkt mit. Gott sei Dank, den einen habe ich umgebracht, dann kommt wieder neu oder was? Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich irgendwie schnell raus. Ja, können wir noch machen. Wir haben ja jetzt, ich habe alleine schon 13 Stacks. So, wie viel Schwarzstein habe ich denn jetzt? Das brauche ich nicht. 59, ist okay. Dann renne ich jetzt hüpfe jetzt einfach mal drüber. Hab ich auch gerade gemacht. Ja. Tudu. Ja, was wollt ihr jetzt eigentlich? Ach, da hinten ist der Gast. Geh mal zur Seite. So, bin da. Der Gast ist da hinten. Ja. Genau, ja. Ein bisschen hingehen könnte vielleicht ein bisschen helfen. Nee, ich hab ein Dings umgebracht, ein Skelett. So, na dann. Ein Skelett jetzt gerade. Hä? Und wieder runter weg? Ja, ich hab's erst dann gemerkt. Hier ist noch ein bisschen hinter dir. Du hast es auch gerade gesehen. Ja, hinter dir helfe ich dir. Ja. Wolltest du noch ein bisschen Quarz? Hier unten ist auch noch Quarz. Na komm, nehmen wir noch mit, was wir kriegen können. Das ist doch irgendwo rot. Ich geh schon mal in die Rollerseite. Jo, kannst du doch. Ach ja, wenn ich so zurückdenke, als ich 12 war, da war ich 12. So, weiter. So direkt habe ich kein Lieblingslied, aber ich höre mir sehr gerne alles von Pink an. Dann von Ärzten, Toten Hosen, teilweise aber auch gemischtes anderes. So kann man bei mir definieren. Also ich mag auch alte Sachen recht gerne. Natürlich auch moderne Sachen, was gerade aktuell gespielt wird, da höre ich auch gerne mal rein. Aber so direkt Lieblingslied kann man bei mir nicht so unbedingt festmachen. Hui, Herr Schweini, wollt gar nichts von dir. Ich habe kein wirkliches Lieblingslied im Moment. Ich höre Querbeet. Ja, ja. Ich sag, manche neuen Sachen sind gut, manche alten auch. Wo ist das Engelchen jetzt dahin? Wie kommst du denn jetzt schon wieder dahin? Soll ich da irgendwo hochgebaut, oder? Wo hochgebaut? Nein, geht doch hier vorne hoch. Wo? Hä? Schon nicht hier. Ach, da. Ja, hab's gesehen, das ist gut. Und hüpp. So wirklich Lieblingslieder habe ich im Moment nicht. Klar, es gibt Lieder, die höre ich im Moment. Ich sage immer, solange ich nirgendwo mitsinge, geht's, sage ich immer, weil dann wird's gefährlich für die Ohren. Ich sage immer, ich bin Musiker, kein Sänger. Ich wollte gerade sagen, Moment, ich helfe mit, aber da warst du schon schneller. Okay, wo ist er? Ja, es gibt im Moment auch, sag ich mal, Lieder, die ich gerne höre, aber jetzt so wirklich Lieblingslieder an sich habe ich eigentlich nicht. Ja. Nick schreibt gerade, ja, wenn der Chitten mitmacht, dann kann... Ah, da. Mein Lieblingslied ist von Polo. G Epidemic.
Kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich kann es nachher mal googeln. Vielleicht habe ich es ja mal irgendwann schon mal gehört. Ist ja ab und zu mal so. Ich wollte es gerade sagen. Nils hört gerade aktuell Devil Inside von INXS. Die Band gibt's noch? Cool, die kenne ich sogar noch. Kommst du mit? Ja, gerne. Ab durch den Keller woanders hin. Ach so. Kommt oben über die Festung zu laufen. Ja gut, dann ab Richtung heimatlichen Hafen. Das dauert aber noch ganz lange. Ja. Und das Neue von Ed Sheeran, das habe ich auch noch nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Bei TikTok haben sie zwar jetzt irgendwie was veröffentlicht, oder hat er was veröffentlicht irgendwie, wo er so vampirmäßig aussah, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, da reinzuhören. Gebe ich ehrlich zu. Hab hier leider immer viel zu tun. Bad Habits. Ja, muss ich nachher mal gucken. Ich höre höchstens gemischt. Im Radio natürlich. Aber ansonsten. Diesen Lieblingslied gibt es bei mir jetzt aktuell nicht. Ja. Und nicht, dass ich wüsste. Ei. Ei, ei. Soll ich da auch runter? Ja, das nur, dass du das Glück hast, dass sie den Weg jetzt runtergebaut hat. Was ich aber jetzt die Tage mal mache, ist ein Podcast zu dem Thema, wenn Bands ihre Musik oder wenn Sänger ihre Lieder neu interpretieren. Und da haben Englisch und ich gestern uns auch schon mal drüber unterhalten und auch ein paar Sachen gehört. Safest du mich? Ich safe dich immer. Und das wird vielleicht für einige interessant. Ich nehme zum Beispiel No Angels unter Lupe. Und dann Lafay nehme ich unter Lupe. Ja. Kelly Family nehme ich unter Lupe. So verschiedene Bands halt. Die ihre alten Lieder neu aufgelegt haben, neu abgemischt haben. Was jetzt Pro und Contra sind, was sich gut anhört aus meiner Sicht und schlecht anhört aus meiner Sicht. Und da jetzt ziemlich alle dabei sind, die auch immer bei uns im Chat sind, sprich Nils und jetzt Nick auch. Ja, Levi fehlt noch. Levi und Jasmin. Aber und Jasmin war heute Morgen bei der Switch Online, das weiß ich auch. Ja. Wie gesagt, dann kann ich ja jetzt das mal kurz verkünden. Englischen weiß es selber auch noch nicht. Ich bin morgen nicht im Aufnahmestudio, weil es da technische Probleme gibt. Weil der Aufnahmerechner immer abschmiert. Und dementsprechend habe ich heute Mittag die Meldung gekriegt, dass morgen der Aufnahmetermin weg ist, also werde ich, beziehungsweise verschoben ist. Ja, da ist noch... ja, was. Aber ich habe nicht mehr so viel Platz im Inventar. Ja, nämlich halt. Dementsprechend werde ich morgen, wenn ihr es möchtet und wenn Engelchen es möchte, weil es für ihr Stream... Werde ich morgen bei 30 Blöcke hinauf helfen. Ich weiß nicht, ob ich morgen 30 Blöcke hinauf mache. Oder was Engelchen auch immer streamen mag. Also wenn ihr wollt, bin ich dabei und wenn Engelchen möchte auch. Da ja, wie gesagt, die Session wegfällt, leider. Das wusste ich noch nicht. Wusste Jack mehr als ich. Man hat mir auch freigestellt, ob ich es von zu Hause auch aufnehmen möchte, meine Parts, und dann zuschicken möchte. Was hast du gesagt? Ich bin lieber persönlich am Mikrofon im Studio, weil ich da besser auf Regieanweisungen. Achtung, da ist ein Gast. Weil ich da besser auf Regieanweisungen reagieren kann. Und gegebenenfalls. Wo ist der? Weg. Ist abgedreht. Ja, aber ich habe nicht gesehen, deswegen. Bitte warte mal kurz. Oh, er sieht mich gleich. Das ist schön. Ich baue jetzt aber erst den Quarz ab. Ich warte darauf nicht, alles gut. Dann kann ich besser die Regieanweisung ausführen, wenn er sagt, den letzten noch bitte nochmal. Und das hat sich noch nicht so ganz 100% angehört. Ich schließe den Gas eben ab, kleinen Moment. Deswegen bin ich lieber im Studio. Meint er jetzt dich oder mich? Mich.
Feierabend da oben. So. Das muss der Onkel wieder schließen. Weiß ich nicht. Hier ist auch noch ganz viel Quark. Also hier bei mir. Aber ich muss so erstmal den. Engelchen, guckst du kurz im Chat? Ja, Moment, ich hab grad. Das Blöde ist, ich hab den Namen von Engelchen nicht mehr. Ja, Engelchen. Einfach Engelchen, X-Engelchen. Also bei YouTube nicht, glaube ich. Ja, schreib einfach mal Hallo im Chat, dann sieht man auch den Namen. Das ist auch gleichzeitig dein Kanal. Ist ja eigentlich kein Problem hier mit der Technik, ne? So, wo ist jetzt hier das ganze Zeug, was du meintest? Das ganze Quarz? Da, wo das Schwein sitzt oder wo? Einfach den Namen eingeben, der da steht. XXX Engelchen. Genau, klickt einfach da drauf oder gebt den bei YouTube ein und dann seht ihr sie. Oder guckt mal beim Jack in den Aufnahmen, da bin ich auch verlinkt. Nee, habe ich noch nicht geschafft. Echt nicht? Also ich habe einen Teil, habe ich dir schon verlinkt, aber einen anderen Teil noch nicht, weil ja. Das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, dass man sich dafür wirklich ein paar Stunden hinsetzen muss. Und momentan habe ich dafür einfach keine Zeit, mich dafür stundenlang hinzusetzen. So geht's mir auch im Moment. Zu ändern. So, ich schmeiß jetzt die Kohle weg, die ich vom Bitterskelett gekriegt habe. Ja, die können wir uns halt nicht. Ja, ich bin so ein Mensch, der sammelt auch gerne Kohle. Ja, das mache ich da auch, aber das Problem ist einfach. Hier ist auch noch Quarz. Soll ich zerlegen, Vater? Das Problem ist, hier ist auch Quarz. So, Nee, das Problem war, ich bin irgendwie gerade hochgeschrieben. Warum? Warum ist Glowstone? Ich nehme mal den Glowstone ab. Macht nichts, um so ein Gas. Viel Spaß. Wo? Irgendwo. Und nicht da oben, wo ich hin will. Oder? Jo, ist eine Wand. Da ist eine Wand. Und hier ist ganz viel Quarz. Das macht Nein, das Problem ist einfach, ich müsste mich da jetzt echt mal ein paar Tage wirklich hintereinander ein paar Stunden dran setzen und das ändern. Deswegen habe ich es meistenteils so eingestellt mittlerweile, dass gerade bei den Playlists, ich meine, bei den Playlists ist es so eingestellt, dass bei den Playlists sofort gesehen wird, dass der Jack bei mir mit drin ist. Ja, dann muss man gucken, wie ich das hier bei Google direkt ein über den Creator. Das kannst du nur über entweder bei dem Creator oder über. Da ist immer direkt als Beschreibung immer mit drin ist, weißt du, ich meine? Muss ich mal gucken, also ob das funktioniert. Ich meine, das würde über Dings gehen, über Playlist. Ja, dann. Dann könnte ich das ja mal machen, dass es dann immer automatisch da steht. Dann bräuchte ich nicht immer Hickhack machen. Ne? Das wäre sonst so ein ganz klein bisschen bescheiden. Gehst zu der 29er Position. So, jetzt schmeiß ich erstmal das ab. So. Was hast du denn noch? So hat man ein Abo dagelassen, damit ich immer wieder finde, das Engelchen. Genau. Ja, ich habe meistenteils auch immer so beispielsweise, dass ich zwar die Leute abonniere, aber die Glocke halt nicht drücke. Das kann passieren. Und das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt live streame oder der Jack. Wo es meistens bei mir ist, dann kommt man plötzlich mal all die Nachrichten auf. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Deswegen habe ich mittlerweile bis auf Jack niemand mehr die Glocke gedrückt. Jo, ist aber auch nicht schlimm. Ich kann hier aber nichts mehr einsammeln. Ich kann auch eine Eisenaxt abwerfen von daher, also. Aber hier noch keinen antiken Schub gefunden irgendwie. Nee, ich auch noch nicht. Hast du noch Lohn? Muss ich gucken, warte. Ich habe nämlich nur eine. Nein, ich habe keine Lohnroute. Okay. Ja. So, jetzt schmeiße ich noch den alten Helm ab, den ich nicht mehr brauche. So. Mal gucken, was wir uns das nächste Mal echt in der Chests machen. Wenn das funktioniert. Willst du hier noch den. Ach komm her. Ich baue jetzt hier gar nichts mehr. Ich bin voll. Mein Inventar ist voll. Ja, dann mach ich das mal auf. Oh, da wurde es hell. So. Dachte, jetzt wäre ich gleich von Lava gesegnet worden. Dach. So.
Wo bist denn du jetzt? Ach, da. Jo, danke. Hallo. Ach, hier ist noch so viel, aber ich baue jetzt auch nichts mehr ab. Ab nach Hause. Obwohl, nee. Ich brauche nur ein paar Netherrack-Steine. Jo, dann. Ich habe noch 43 Netherrack, kann ich dir geben. Passt schon. Wolltest du noch den Glowstone da mitnehmen, oder? Nee, ich will hier runter. Ach so. Fahr nicht so tief, ne? Könnte wehtun. Und das muss nicht sein. Kurz noch ruhig runter. Nicht okay. Weg. Und noch Erz. Ja, aber das ist mir jetzt egal. Das war Hunger. Naja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Dann geht's aber nicht weiter. Joa, dann hochbauen, dann durchstecken. Jetzt durch. Egal wie. Dann folgen wir mal den Engelchen Richtung Portal. Hauptsache, hier sind gerade keine Schweine, die sind an mir. Das wäre dann mit Gold ein bisschen schlecht. Ich habe Gold abgebaut. Aus Versehen. Ja, wenn noch, wenn noch andere Fragen sind, immer raus, ne? Wir sind ja dafür da, dass man auch immer uns fragen kann. Finde ich auch gut, dass mal Leute fragen. Wie gesagt, am Montag wird es auf dem Kanal hier ein Unboxing-Video geben. Vielleicht auch ein Live-Video, ich bin mir noch nicht sicher. Da ich das dann vom Handy, oder dass das Engelchen vom Handy aus auch filmt und... Vorsicht! Kuckuck! Lebst du noch? Ja. Aber nicht mehr lange. Lass mich raten, das war so wie das letzte Mal auch, ne? Achso. Schade. Wolltest du mir runter ekeln, ne? Ich wollte dich runter. Pech gehabt. Ja, ess was kurz. Wir machen es nach dem Stream, denke ich mal, jedenfalls ich. Ich würde nach dem Stream auch noch was essen. Ja. Wenn der Nick dann wieder da ist, dann erzähle ich noch was Hatten zu dem Unboxing-Video. Schon eine Dingsfestung? Eine Ruine, nein. Eine Ruine? Sehr nicht. Ja, jetzt haben wir einen zumindest. Merkst dir mal Koordinate? Ja, warte, ich muss erst Dings. Und dann mache ich dann noch das nochmal wegen dem Buch und dann ist das auch für heute bald durch. Das haben wir heute nicht so viel geschafft an der Kathedrale, wie auch immer. Ich würde sagen, es ist eine Kathedrale. Und dafür haben wir dann auf jeden Fall genug Quarz und Schwarzstein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genug Quarz haben. Aber Schwarzstein haben wir auch dafür. Ich habe eine Ruine gebaut. In der Mine. Ruine. Oh, in der Ruine. Und dieses, Ja, ist okay. Da kommt Lava. Frage, soll ich den Schwarzstein... Aua, ich auch. Hast du das ausgeschaltet? Meine Reaktionsfähigkeit war eigentlich gut. Ja, ich hab's ausgeschaltet schon. Ja, man sieht's. Nein, meine Reaktionsfähigkeit war gut, nur ich bin irgendwie hängen geblieben. Oh Gott, fragen, soll ich das Schwarzstein gegen den Gemeißelten austauschen? Aber ist okay. Können wir auch zu, in der Oberwelt fertig machen. Warte. Ja, das Spiel gegen England, das konnte man vergessen. Katastrophal. Ich weiß nicht, was sich der Yogi damit gedacht hat, dass er die Leute nicht schnell genug ausgewechselt hat. Also ich finde, er hätte eher wechseln müssen. Wie nennt man diese blöden Dinger nochmal? Ruine. Bastion. Ja, Bastion. Sonst an die Hand haben die Jungs gut, sind so gut gelaufen und alles. Bloß es hätte... einfach mehr kommen müssen und vor allen Dingen der Löw hätte zuerst vorher austauschen müssen. So, keine Sorge, ist nur Wasser. Stimmt, wir wollen was. Genau. Und trinkt auch mal was.
Sie hätten anders angehen müssen an die Sache. Die hätten direkt ja, mehr Zickzack spielen müssen und nach vorne hinweg drücken. So, dass die ein bisschen ausgekontert werden. Und Löw hätte, wo er gemerkt hat, das wird nichts mehr, spätestens nach der 70. Minute alle austauschen müssen, die einfach nichts mehr bringen. Dann wäre es vielleicht noch gut geworden. Ich habe ja schon gesagt, beispielsweise jetzt mit Müller. Das hätte ja auch nicht sein müssen. Der steht vor dem Tor und schießt und trifft das Tor nicht. Da war ich echt so in dem Moment. Wo bist du denn jetzt eigentlich hin? Nach oben gegangen. So. Wo hast du dich nach oben hingebaut? Ach, hier. Lass mal suchen. Hier hat sie eine Treppe reingebaut, aber glaubst du, ich sehe sie? Ach, da. Muss ich dir jetzt auch erklären, wie eine Treppe aussieht? Ich war ja auf der anderen Seite erst. Na, ich glaub, warte mal, ich muss auf 73 Höhe, ich bin aber zu hoch. Soll ich hier runterhauen? Nein. Ja, auf jeden Fall eindeutig eine Bastion, eine Ruine. Mit Wildschwein. Ein Wildschwein? Ja, da hinten rennt ein Wildschwein rum. Obelix wird sich freuen. Aber sei es gekochtes Wildschwein, Pfefferminzsoße, dann kriegt er Magenkrämpfe, dann wird er schlecht drauf. Aber das verstehe ich auch, ich mag das auch nicht. So, Moment. Und dann bei minus 24. Hm. 29 minus 20. Ich folge 24. Dir einfach mal. Das sind aber schon richtig, weil hier vorne ist ja so ein, ja, so ein Kasten-Teil. Ja, so ein Kasten. Ja, jetzt einfach mal da Kasten. Da vorne sehe ich schon. Muss nur den Weg rüber finden. Warum einfach rüber hier? Warum wohnst du einfach rüber? Dann haben wir es fürs nächste Mal einfacher. So ein Ehrgeiz. Wir wären doch genug von den Gedönsen. Ich habe noch 30, knapp. Ja, und hier ist genug Netherrack, da können wir noch mehr bauen. Stopp, nicht weitergehen. Wieso nicht? Bei mir läuft's noch. Ja, die Animation fehlte bei mir. Jetzt ist es wieder weg gewesen auf einmal. Ja, deswegen ja. Ja, das ist sehr toll. Was ist das für ein verfluchter Bug wieder? Und wenn ich jetzt hier runtersemmle, dann gute Nacht, Marie. Ist ja nicht mehr. Der hilft auch keine Impfung mehr. Ich bin drüben. Ja, ist doch schön. Der hilft auch keine Impfung mehr, du bist drüben. Bollemann, Zweiertunnel. Ja. Zu dem anderen Tunnel. Ja, kannst du ja machen. Achtung! Ja. Zurück. Ja. Ja, hat alles angenommen. Feucht! Ey! Lass doch offen! Ja, die Lava darf ich ja wohl wegmachen, oder willst du hier gegrillt werden? Ich hab doch schon zugemacht, die Lava. Ja, bei mir war sie noch offen, deswegen habe ich nachgelegt. Guck mal, hat mich hier nicht gebaut. Sieht ja 1A fein aus jetzt. So, dann wollen wir mal direkt. Danke. Guck mal. Ich bin noch sogar zugebaut. Dann geh du als erstes, ich warte. So, Schild hoch für alle Fälle. Tut doch mal nichts sagen. Nee. Sag Bescheid, wenn du aus dem Tor raus bist. Na, bin raus. Kann ich ja nicht zum Teil her. Stimmt, ich vergesse mal zu trinken. Ja, ist bei älteren Leuten so. Nein. Also ein bisschen mit dir aus. Mit älteren Leuten bei mir zu tun. Stimmt, du bist einfach nur vergesslich. Halt. Vergiss es halt, weil es nicht direkt neben mir steht. So, das kann hier rein, das kann hier rein und den Rest nehme ich mit hoch.
Boah, ich muss hier auch das. Zieht mir mal eben wieder mal an. Das hier ab. So. Rüstung an! Das kann auch. Ey, dunkel. Ja, dann könnten jetzt Phantome auftauchen, ne? Mhm. So ganz nebenbei. Ich komme einfach mal. Ja, das erste Phantom ist da, Engelchen, aufpassen. Ist auf dich fixiert. Nö, ist gerade hochgestiegen wieder. Das zweite ist wahrscheinlich auch nicht fixiert. Da wollte sich hinlegen. Machen wir doch. Drin bei der Kathedrale. Ja gut, dann müssen wir jetzt bis dahin durchhalten. Und doch schnell. Ja. Wir haben ja auch Abkürzungen, ne? Das haben die nicht. Zack, schon drin. Ich lieg. Aber man muss dazu sagen, es sind da auch viele ausgeschieden, die eigentlich, wo man gedacht hat, kommen weiter. So ja, Portugal, Frankreich. Favoriten sterben was dies Jahr. Ja. Oi, 1, 2, 4, 5. Das wäre ja ein Spaß geworden jetzt. Gott, da wären bestimmt auch noch mehr gekommen. Das glaube ich auch. Und ich weiß, ich darf noch mal in die Wüste. Ja, Glas holen, ne? Mm-mm. Was denn dann? Sand. Achso. Für Sandstein dann. Na dann. Ja, hier vorne ist auch alles mit Sandstein. Ja, ja, das mache ich auch noch. Also, hole ich dir, kein Thema. Ach. Was mach ich denn jetzt deine hier? Das weiß ich noch nicht. Wo darf ich dir denn das ganze Quarz ja, hingeben? Mal kurz. Ach, guck mal, ein Zombie mit Mützchen. Mützchen umgefallen, so. Mützchen liegt sogar noch. Sag mal auf, eine ganze. Joa. So, das Mützchen. Aber ich werde jetzt noch hier das zu Ende machen. Ja, ist doch in Ordnung. Dafür brauche ich das Quarz. Sag ich ja, wo soll ich die hingeben? Ach ja, dann mach ich mal aus dem Quarz. Mal Quarzblöcke. Ich schmeiß dir auch mal das ganze Quarz von mir dahin. Also es wird sich. Schmeiß es mir ins Inventar. Ja, mach ich. Ich denke mal, es lohnt sich halbwegs. Ich hab keinen Platz mehr. Ist mir egal, ich soll es ins Inventar schmeißen. Und den Schwarzstein bekommst auch, den herrlichen. Guck mal, ist das nicht herrlich? Was soll ich mir aufsammeln? So, ich hab mich jetzt entleert. Ich hab den Riss wieder eingesammelt. Vorher wegspawnt. Soll ich ihn dir nochmal zuwerfen? Ja, wie flach ist er denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks. Und der Schwarzstein. Vergiss 59 sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, kannst reinschmeißen. Aber nicht den Schwarzstein, nur die. Nur Glowstone? Nur, Quarz. Ja, mein ich ja. Bitte schön. Jo. Ja, den Schwarzstein kannst du in den Truppen reintun. Kann ich machen, ja. So, ich hab mir jetzt erstmal 4 Stacks. Ja. Quarz gemacht. Zack, rein damit. Und Mützchen kommt auch dazu. Leder kommt rein. Meine Uhr sagt mir auch gerade, es ist Zeit zum Schlafen gehen. Schön, dass die Uhr wieder mehr weiß als ich. Das ist aber blöd, ne? Tja, es hat eine Fitnessuhr, die wir was zu sagen haben. Ach ja. So. Hast du da hinten noch kein Dach drauf auf den einen Ding? Oh. Auf der Unterkunftszahl, nein. Ach so, sah nämlich von Weitem jetzt gerade aus, so komisch auch, ne? Fehlt da nie was? Nein, das mache ich erst mal nicht. Im Video. Im Aufnahme. Ach so. Sag mal, ich bin schon wieder zu niedrig. Ach, da bist du. Ja, doch von drin. Ach, meine Güte. Ich glaube, ich baue an den Seitentoren, Seitenschiffen auch nochmal eine Tür ein.
bin richtig. Dann muss man. Na guck, sieht doch schon noch was aus. Jo. Unsere ganze Kathedrale. Sieht schon noch was aus, ne? Ja, ja. Ja, wie gesagt, das Glas setze ich halt hinterher erst ein. Ja, deswegen okay. Habe ich jetzt erstmal voll hochgebaut, erstmal die Wände. Damit man das halt erstmal so hat. So. Und hier muss auch machen nur halb. Ja, Frage, soll. Nee, du wolltest ja Redstone-Lampen daraus machen. Und nicht aus allen Glowstone. Ja, das ist okay. Ich auch einen kompletten Glowstone. Habe ich jetzt überall das, was ich haben will? Ja. Ich hoffe es für dich. Da habe ich mir zu viel gemacht. Ach, irgendwo werden die wieder mit eingepflanzt. Reingepackt. Ja. So, also, ich mache nochmal die Zusammenfassung. Morgen bei Engelchen im Stream bin ich dann mit dabei, wenn ihr es wollt und wenn Engelchen das möchte. Warum sollte ich das nicht wollen? Weiß ich ja nicht. Wenn es dein Projekt ist, ist es dein Projekt. Dann... Kann auch sein, dass ich morgen hier dran bin. Kann auch sein. Musst du wissen. Ich weiß es nicht. Ist deine Geschichte, die du erzählen willst. Wie gesagt, am Montag wird auf jeden Fall ein Unboxing-Video geben. Ob live oder nicht, das sehen wir dann, ganz spontan. Weil ich an einem Buch mitgewirkt habe und das bekomme ich dann auch zugeschickt. Ich bekomme 3 Exemplare zugeschickt. Und ja, vielleicht verlose ich eins davon. Das ist ein Buch, was über Legasthenie und Dyskalkulie handelt. 29 bzw. 30 Personen insgesamt haben daran mitgeschrieben. Das Projekt dauerte 2 Jahre. Und war nicht unbedingt kostengünstig. Ja, sogar über 2 Jahre, genau. Und ja, ich stehe mit meiner Lebensgeschichte auch ein bisschen drin. Ich gehöre zu einem von den 30 Personen. Und ich bin stolz darauf, mitgearbeitet zu haben und dass ich auch mitarbeiten durfte. Ja, normal kostet es 30 Euro, meine ich, im Handel. Und ja, weitere Informationen folgen dann beim Unboxing, wie es aussieht. Und ich finde, es ist auch sehr schön gelungen. Jeder durfte auch, wer mochte, so ein kleines Zitat reinblenden von sich selber. Und das wird dann alles morgen auch im ja, Unboxing-Video gezeigt. Ich denke mal, Engelchen wird das ganze Video drehen. Morgen? Morgen, ja. Morgen ist Sonntag, ne? Ach nee, dann ist ja Montag. Gut. Ja, dann eben Montag. Ich wollte gerade sagen, wenn du das sonntags machen möchtest. Ja, sonntags. Das gerne tun. Ich glaube, für mich macht die Postfiliale hier in der Stadt nicht Sonntag unbedingt auf. Ja, bestimmt nicht. Ich denke mal, die würden eher sagen, nee, vergiss mal. Ich wollte gerade sagen, morgen ist Sonntag. Ich glaube nicht, dass da was offen hat. Doch, die Pizzeria hat offen. Der, ja, du weißt aber, was ich meine. Das Restaurant unseres Vertrauens hat offen, wenn wir eins haben und so weiter und so fort. Aber die Post nicht. Also, wie gesagt, nicht verpassen, wenn es dann Montag heißt Unboxing Live. Eventuell mal einen Vlog noch draus. Von mir gibt es Montag sowieso ein Video. Dienstag-Video aus dem Montag auf. Vielleicht wird das Engelchen ja auch im Bild bzw. im Video mal zu hören sein. Wenn ich dir die Kamera halten soll, sollte das so sein, ja. Da werde ich rundherum Spiegel aufstehen, dass man das Engelchen auch mal sieht. Das mache ich mal anders. Ich hatte meinen Finger auf dem Mikro. Oh, das kann passieren, Entschuldigung. Also wie gesagt, Montag Unboxing-Video und ja, Aufnahmesession von uns und dann mal gucken, was noch alles passiert. Aha. Und
da wird das Engelchen zum ersten Mal live zu hören sein, nicht zu sehen. Hier, du hast ja noch eins vergessen, Engelchen. Guck mal hier, guck mal da. Schlupp, eingesammelt. Oh, sieht doch schön aus, was du da machst. Ne, und dann wird's lustig, wenn ich dann das neue Buch dann präsentiere. Eventuell werde ich doch mal meine Freunde von der Zeitung anschreiben, ob sich da auch noch was zu tun lässt. Und dann kann man mich auch mal wieder in Zeitung sehen. So, ich renne noch mal schnell in der Wüste und hole ein bisschen Sandstein. Sand. Ja, oder Sand geht auch. Aber das ist auch Sandstein gewesen, oder nicht? Ja, aber den habe ich aus Sand gemacht. Würde es sich dann nicht eher lohnen, wenn ich direkt Sandstein hole? Habe ich teilweise auch geholt, so ist es nicht. Deswegen. Bitte hol jetzt halt dunkel, ne? Ach ja, das kenne ich auch schon. Du das Perfekte mit, um... Das ist für mich immer wieder perfekt, ne? Ach ja, Jack, du warst echt eine Flocke. Ja, das weiß ich. Mut zum Risiko, sag ich nur. Mut zum Risiko. Nach dem Motto, ist das nicht gefährlich, nachts im Dunkeln in der Wüste? Nur wenn man sich erwischen lässt. Kommt drauf an, ne? Ja, sag ich ja, nur wenn man sich erwischen lässt. Ist in der Wüste viel Sand, wenn du es so sehen willst. Und hier haben wir eine andere Definition von viel, von daher. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es dann ein paar Reaktionen auch gibt für das Unboxing-Video. Und das ist das erste Unboxing, was ich überhaupt mache. Fällt mir auch dazu ein. Und ich wünsche den anderen Mitautoren auch natürlich viel Glück und viel Erfolg für uns alle, weil es sind 30 Schicksale insgesamt, die es da zu lesen gibt, und es lohnt sich. Soweit kann ich das schon sagen, es lohnt sich. Ich durfte ja schon von vornherein einmal durchschauen alles. Von daher kann ich schon mal... Genau deswegen gehe ich nicht, wenn es dunkel ist. In die Wüste. Genau deswegen. Och, der tut mir nicht viel. Der kriegt ein, zwei vom Ballon und dann war es das. So. Ich bin da knallhart, das wird nicht diskutiert, gibt auf Maul und fertig. Sonst was solche Zombies betrifft. Mach du mal. Oh. So. 1, 2, 3, 4. Jo, alles klar, Nils. Dann vielleicht bis morgen, wenn du es schaffst, wenn du magst. Und wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, dir auch eine gute Nacht. Jo, bleib gesund. Uhr. Genau, wenn du morgen vorbeikommst im englischen Stream, dann 17 Uhr. Wie immer. Plus 5 bis 10 Minuten ungefähr. Je nachdem, wie schnell mein Aufnahmeprogramm. Das wissen jetzt die Leute mittlerweile, ja, dass es immer mal zu Komplikationen kommen kann. Und dann eventuell auch bei Mistwetter, dass es vielleicht sogar noch schlimmer wird. Aber dass wir nichts dafür können, das wissen die Leute auch mittlerweile. Erstmal das und hier soll ich das erst machen. Du gehst runter von unserer Kathedrale. Hatten wir einen Kathedralenkletterer? Ja. So was aber. So, so. Oh. Aber normal fange ich eigentlich relativ pünktlich an. Also ich versuche schon immer pünktlich anzufangen.
Also pünktlich da bin ich sowieso, nur das Problem ist halt, je nachdem, wie schnell reagiert mein Aufnahmeprogramm. Es gibt immer drei, vier Faktoren, die wir dabei haben. Ja. Aber das sind wir mittlerweile gewohnt. Hat der Router genug Stärke? Ja. Was macht das Wetter? Gibt es wetterbedingte Störungen? Wie ja, wenn ja, wie stark sind sie heute? Funktioniert der Discord? Ja. Haben wir Fehler im Programm? So, war falsch. Müssen wir während des Streams drei, vier Mal auf Toilette? Nee, momentan eigentlich eher weniger. Im Moment hast du dich zurückgehalten, das also stimmt. Im Moment ist es wirklich, ja, es kommt immer drauf an, wenn ich vorher was gegessen habe. Ist das sonst halt bist du nämlich ja die Erste, die immer rennt. Das ist bei mir normalerweise immer dann, wenn ich dann wirklich vorher was gegessen habe. Dann ist es halt für mich ein bisschen blöder. Wenn ich vorher was gegessen habe, dann kann man davon ausgehen, dass ich im Livestream auf Toilette muss. Aber normalerweise, wenn ich nichts gegessen habe, dann ist das eigentlich. Dann ist das Engelchen der kleine Scheißer. Na, ist jetzt gut. Lass mich hier mal arbeiten. Jetzt gesagt, nicht ich. 2, 3, 4, 5. Irgendwie mag der dich nicht. Der ist schon weg, deswegen jetzt die Nachwehen. So. Ich wollte gerade sagen, wie magst dich? Das sind die Nachwehen. Ach so. Aber das macht mir nichts aus. Wie war das? Das macht mir alles nichts aus. Menschenfleisch. Ich brauch Fleisch. So. Jetzt wird das gleich besser. Was du brauchst, ist ein Tritt im Arsch. So. Und das sowieso, das brauche ich ja generell immer. So, das haben wir fertig. Wie weit tritt im Arsch, Schlag in die Schnauze und dann geht das. Das kommt so dann hier unten rein. So. Das sieht doch sehr gut aus. Jetzt muss ich ein paar Mal kurz hin und her, weil ich mir eben Redstone holen muss. Ja, Redstone haben wir glaube ich noch genug in der Höhle. Beziehungsweise eine Ärzte und hier unser Fässchen für was Besonderes. Ich nehme schon mal die Lampen unbeleuchtet. Ja, ja. Ja, mach in Ruhe. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Stück. Wie viel Platz habe ich denn noch frei? Auch ich kann ja noch einiges einsammeln. Dachte ich wäre schon voller. So.
Die Wüste hat jetzt gleich einen Hügel weniger. So viel zu dem Thema. Ja, ich hab das ja die ganze Zeit auf der einen Hügel die ganze Zeit gemacht. Ja, ist okay. So, jetzt muss ich gleich gucken, dass ich irgendwie von innen nach da oben komme. Mit 5 Dingern komme ich nicht weit. Kann ich jetzt über außen gehen? Kollege, es ist tags. Geh schlafen. So. Machen wir mal nochmal hier und das mit. Weil von innen muss ich auch. Weil er wird nach vorne. Wird er ein Stück rausgucken. Ja, kannst du machen. Aber wird um einen Versitzer draußen sein, damit ich die Leitung legen kann. Verkabelung werde ich morgen im Livestream machen. Ja, kannst du doch machen. Wahrscheinlich. Das ist dein Stream, du kannst da machen, was du möchtest. Ich denke mal, dass ich es morgen im Livestream machen werde, die Verkabelung. Da ja morgen das mit dem Aufnahmestudio wegfällt, hätte ich morgen meinen freien Tag. Ich lade dich ganz herzlich an, dass du hier mitmachst. Ja. Genug zu tun haben wir hier noch. Ich weiß. Boden legen. Dass wir hier genug Arbeit haben, ist logisch. Oh, was haben wir denn da gelegt? Den aber genug zu tun haben wir hier eigentlich noch. Ja, wir haben immer was zu tun, wenn es danach geht. Die Wände noch hochziehen. So in dem Stil, wie wir es gemacht haben. Aber wenn es danach geht, genug haben wir nicht. Was das dann geht, haben wir wirklich noch genug zu tun. Weil irgendwann soll ja auch die Taverne mal entstehen. Genau. Oder auch hier neben der Friedhof. Ja, sieht schon ganz gut aus. Oh, ich würde auch sagen, immer zwei Hand. Ich will was essen. So, Engelchen ist müde. Nee, ich hab Hunger. Ja, das habe ich auch eigentlich gesagt. Ich hab noch nicht wirklich was gegessen. Nur dann wird es auch allerhöchste Zeit, ne? Schade, dass der Nick jetzt nicht da ist, sonst. Ja. Bei mir wird sowieso prinzipiell die ganze Zeit null Leute angezeigt, außer von daher. Ach so. Ja, jetzt haben wir zwei, also wir zwei sind die einzigen momentan aktiven. Ja, so, okay, mein Gott, dann machen sie eh Feierabend, dann passt das. Ich klopfe dann schon mal den Boden raus. Genau, und vielleicht kommt der Nick hier morgen auch bei dir rein ins Stream, das wäre natürlich super. Vielleicht auch Jasmin. Ja, vielleicht auch Jasmin. Dann mache ich hier noch schnell fertig in der Wüste und dann komme ich wieder und dann machen wir Feierabend. Wenn es okay ist für dich. Für mich ist es okay. So, hier nur Wasser steht. Oder sagen wir mal hier. Hier Wasser.
bisschen Sandstein. Und jetzt Sand mit unserem Stein. Ja, ich hatte dann auch so zum Schluss, weil ich da drunter Sandstein hatte, hatte ich dann Sandstein auch mitgefarmt, so ist es nicht. Ja, aber mein hauptsächliches Ziel war halt das letzte Mal schon Sand zu farmen. Ja, ich nehme alles das, was ich kriegen kann. Weil was wir haben, das brauchen wir dann nicht extra noch arbeiten und umarbeiten. Bearbeiten und so. Ja, umarbeiten, bearbeiten, wie auch immer. Von mir ist auch A arbeiten. Oder C arbeiten geht's ja auch, ne? Das Wichtigste ist, dass wir dann alles griffbereit haben. Ja. Und dass es dahinter auch schön aussieht. Und wir haben die besten Naturmaterialien hier geholt. Wir haben nichts gescheatet. Wir waren alles live dabei. Und dann ist das gut. Man sieht es ja auch gerade bei mir, dass ich hier ackere und arbeite. Ja. Ja. Weil viele Leute, die machen das im Kreativen einfach zack, bumm, fertig und fertig ist die Lage. Aber nein, wir machen das nicht. Wir machen das noch richtig im normalen Modus. Das ist auch das Problem. Weil man kann sich zwar viele angucken, auch die Minecraft Pocket Edition oder auch jetzt hier damals mit LogoCraft beispielsweise angucken. Aber es gibt halt kaum welche, die das wirklich in Survival durchziehen. Ja, sicher, sicher. Deswegen bin ich ja damals erst auf die Idee gekommen, das Ganze. Lass uns das machen, aber wir machen halt Survival. Klar, die Sheets sind an. In irgendeiner Form, aber wir brauchen sie nicht. So sieht das aus. Oh, hier ist sogar noch Sandstein. Hier lege ich schon mal ein bisschen Sandstein. Dann habe ich nämlich schon mal ein paar Fackeln, die ich setzen kann. Aber dadurch, dass die Fackeln jetzt fehlen, ist das echt dunkel. Das glaube ich gerne. Nein, aber es sind halt viele, die das wirklich im Kreativ machen, weil sie denken, ja, kreativ, kreativ. Also ich sehe das ja auch bei Omelette Arcade, so ist es nicht. Also bei Omelette Arcade ist es ja wirklich so, das meiste, ich sag mal, zu 95% sind wirklich Leute, die wirklich nur kreativ spielen. Die sind, glaube ich, das Survival gar nicht mehr gewöhnt. Das kann sein, dass man sich das dann wieder abgewöhnt hat, entwöhnt hat. Ja. Ist dann natürlich aber auch nicht das Beste, weil wenn es dann reales Minecraft heißt, irgendwann mal ohne Sheets was machen, wenn man in einem anderen Projekt drin ist, dann geht das hinterher nicht mehr, weil man es einfach nicht mehr auf der Kette kriegt. Oder wie war es bei uns mit Unreal, beispielsweise mit den Koordinaten? Ja, das war dann schon muss fertig. Man halt erfindungsreicher werden und sagen, okay, dann mache ich das so und so, dann finde ich wenigstens den Weg nach Hause wieder. Ja, eben. So, da ist der Brunnen, da ist das Mesa-Biom, also muss ich in der Richtung. 60 minus 151. Naja. Okay, ich komme mit den Sandsteinen, die ich jetzt hier habe, aber wir können mal wieder welche gebrauchen. Ja, ich habe genug im Gepäck. Also unten habe ich jetzt erstmal alles gelegt und ich denke mal, wir werden irgendwo bestimmt auch mal Sandstein drin benutzen. Oh ja. Schon hier. So. Und dann kann ich morgen nämlich schon mal anfangen und kann hier drumherum schon mal den Weg machen. In der Zeit, wo du was weiß ich, sag ich mal, hier die eventuell noch die die Seiten noch höher machst. Dann die ganzen Laternen müssen ja auch noch gecraftet werden. Das heißt, wir müssen auch noch jede Menge Eisen noch, um das Eisen noch kümmern. Dann um die ganzen Deko-Elemente müssen wir uns noch kümmern. Aber Deko kommt, wie gesagt, immer richtig zum Schluss. Das auf jeden Fall. Ich baue auch mal eben kurz unser Dings, wo wir von oben, wo wir gucken. Pack ich mal hinter der Kathedrale. Ich glaube, dann sieht man ein bisschen besser. So, ich komme jetzt geradewegs auf die Kathedrale zu. Bin hinter der Kathedrale jetzt gleich. Und es wird schon wieder dunkel. Deswegen, das ist wirklich wie Jack schon letzte Woche im Stream beziehungsweise auch schon seine Aufnahme und ich in meiner Aufnahme gesagt habe, das ist eins der großflächigsten
Projekte, die wir haben. Projekte, ja. So, ich bin hier drin. So, wenn wir jetzt noch 10 Minuten aushalten, haben wir sogar 3 Stunden voll. Ich bin mal ewig. Jo. Hui, die chillen das von hier, muss man von hier aus gucken kommen. Ja, komm ich mal rüber. Einmal ringsherum rennen. Sieht von mir auch echt schön aus. Ich werfe erstmal einen Stein und Sandstein hier rein in den Kisten. Weil ich bin ja auch so, ich mache dann auch Fotos und lade die ja auch hoch. Ich habe es ja gestern Abend relativ spät, aber ich habe es ja gestern noch hochgeladen. Ja, und ab und zu gibt es noch einen J&E Insider, Inside. Das heißt, da werde ich dann mal wieder ein paar Sachen zeigen von dem, was wir hier gebaut und gebrutzelt haben. Sprich in dem Fall die Zeichnung, wie Engelchen sich das so gedacht hat, wie es dann auf Papier aussieht und wie es dann umgesetzt wird zum Schluss. Das ist jetzt nicht zu 100% mit der Haus. Ja, aber nur wenn es von den Bauwerken übrigens eine Skizzierung gibt. Von der Kathedrale zum Beispiel gibt es keine Skizzierung. Das haben wir so ein bisschen mehr oder weniger freien Willen gemacht, freie Schnauze. Und das ist auch bei verschiedenen Häusern so. Sieht aber echt nicht schlecht aus. Ja, das stimmt. Ein gewaltiger Bau. Mhm. Ganz gewaltig. So. Also da gehen noch einige Stacks bei drauf. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, wie viele Steinziegel, aber ich denke mal, heute werden auch schon um die 8 bis 10 Stacks draufgegangen sein. Ja, du wolltest ja eigentlich alles aufgezeichnet haben, ne? Ja, aber ich habe es noch mal geschafft. Eigentlich. Aber wir können das ja im Stream nochmal nachverfolgen. Oh, das waren ja deine Hunde da hinten. Gut, dass ich nicht hingeschossen habe. So, dann kommen wir jetzt auch wieder runter. Guck mal, mit Hundis. Ja, ist besser, wenn die da mal weggehen. Was war denn jetzt? Komm mal. Alles gut. Alles gut. Na, dann ist ja okay, wenn alles gut ist. Lauter WhatsApp-Mails sind auch wieder dabei. So, ich gehe jetzt. Aber haben Sie ja nichts mehr zu sagen wollt. Und dies kommt mal hier rein. Warum? So, jetzt sammle ich hier noch die Energiepointe ein und ja, dann machen wir die 3 Stunden dann noch voll und dann ist es doch auch gut. Und eine Spinne in der Kathedrale. Spinni! Noch eine spinnt immer noch. Ach, ist das herrlich, hier zu laufen. Hier müsste jetzt alles fertig sein. Ja, und von innen werde ich das halt so handhaben, also ich werde das jetzt so handhaben, dass ich an den Sitzplätzen, also an den Säulen, kommen dann Laternen. Dann haben wir auch ein bisschen Beleuchtung da. Ja, ein bisschen, ne? Wir wollen ja keinen Dunkelbau haben, soll ja schon eine Kathedrale sein, die freundlich wirkt. Ja. Also ich verabschiede mich schon mal von deinen Zuschauern. Ich bin dann nämlich jetzt raus. Ich bin jetzt noch auf der Map, so ist es nicht, aber ich klinke mich dann nämlich jetzt aus. Genau.
Weil ich habe nämlich extrem Hunger mittlerweile. Ja, ich komme auch rein. Dann machen wir jetzt Feiern. Dann machen wir jetzt nicht die 3 Stunden voll. Nee, wenn du irgendwas erzählst, dann müsstest du auf 3 Stunden eigentlich kommen. Nur. Dann ja. Ich werde jetzt grundprinzipiell jetzt nichts mehr sagen. Ja. Gut, dann machen wir jetzt 2 Stunden 55 und noch was. Und da sehe ich schon das Engelchen, dass das Kreuz am Bauen ist. Das ist sehr schön. Und ja, dann sage ich jetzt auch mal, bleibt gesund, bleibt munter und passt auf euch und auf euren Nachbarn und Freunde, Freundinnen und alles auf. Und während bei mir das Mofa im Hintergrund rumknattert, warum auch immer, ich denke mal, weil es von A nach B kommen will, werde ich dann auch mal sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, wie gesagt, und ich krabbel jetzt hier auch nochmal hoch und dann sehen wir uns morgen im Stream vom Engelchen, wenn sie mich dabei haben möchte. Und ja, ich weiß nicht, wo das Engelchen gerade rumfliegt, aber ist okay. Wie gesagt, ach, da hinten ist das Engelchen irgendwo. Ja gut, dann logge ich mich von hier aus. Ah, da rennt das Engelchen auch. Wird es auch hier hochkommen, oder? Ne, gut. Die läuft vorbei. Dann bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und denkt immer dran, bleibt freundlich. Dann könnt ihr auch im Chat mitmachen. Nicht so wie der eine Vogel vorhin. Also, bis dahin und tschüss.